Herzlich willkommen zu Sensitiver Universe. Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Hallo, meine süßen Schatzis. Moment, ich muss mal ganz kurz meinen Kopfhörer ein bisschen enger machen, mal ein bisschen locker. Ja, heute wieder das Matrix Orakulum. And we will see what will come in your life. Heute gibt's bei mir, ich hatte einfach Lust da drauf. Heute mal wieder was Ungesundes. Eine ungesunde gelbe Limonade. Sehr zuckerreich. Ungesund ohne Ende, aber schmeckt. Ich habe heute einfach Bock drauf gehabt. Ich brauche das heute. Auf euer Wohl. Mit sehr hohem Rülpspotenzial. Ich versuche mich zu beherrschen. Das ist nicht einfach. Da ist nämlich wahnsinnig viel Kohlensäure drin. Ich habe heute wieder zwei neue Kartendecks und wir sind mal gespannt, was hier rauskommt. Mein Bauch fängt schon an zu brummeln. Blub, 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 blub. Und ich finde die Also ich finde die total süß. Ich zeige mal hier ein paar Karten. Gucken, ob ihr die alle sehen könnt. Ja. Hier die vier der Münzen zum Beispiel. Ja, das sind schöne Abbildungen. Guck mal hier. Fünf der Münzen. Ich muss die nochmal ordentlich durchmischen. Ihr seht ja, ne, die sind hier noch so ein bisschen angereiht. Ich habe die zwar durchgemischt, aber noch nicht richtig gut. Guck mal hier, zehn der Kelche. Ist so goldig, oder? Das ist so süß. Oder hier. Oh, I love you. Page der Kelche. Der Ritter der Kelche. Guck mal, was eine Schnitte, hä? Oder hier. Zwei der Münzen. Dum, 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 dum. So sehe ich im Sommer aus. Oh, drei der Schwerter. Guck mal. Oh my goodness, how much tears, oh Lord. Oder hier, vier der Schwerter. Nehmen wir es mal ganz random hier. The Fool. Das ist der Narr. Dann haben wir hier The Queen of Cups. Oh my God. She's so beautiful. Oder hier, guck mal, ist das nicht süß? Die zwei der Kelche, guckt mal. Die zwei der Kelche, sind die nicht süß? Oh mein Gott. Ich drehe übrigens am Nachmittag, also falls ihr irgendwelche Geräusche hört, bitte ich das zu entschuldigen. Entschuldigung. Und hier, das ist ein Hexendeck. Hex, Hexendeck. Guck mal, ist die nicht schön? Was eine schöne. Guck mal hier. Abundant, so abundant. Oder hier, The Magician, guck mal. Sexy Hexy. My goodness. Is she so sexy? You're so vain. Oh God, you probably think the song is about you. You're so vain. Kennt ihr das Lied noch? Oh, the Three of Swords. Oh, drei der Schwerter. Uiuiuiui. But I hear the sun. Hier ist jemand stur. Also ihr seht, wir haben schöne Dynamiken. Und da bin ich mal gespannt, was hier rauskommt mit diesen wunderschönen Abbildungen. Und weil die Abbildungen nicht unbedingt dem, nicht ganz dem entsprechen, was die Karte eigentlich sagt. So ein bisschen. Aber auf manchen Karten habt ihr gesehen, die so eher untypisch, ne? So eher untypisch. Und deshalb bin ich sehr, sehr gespannt, was hier rauskommt, wenn ich dann deute. Also ich werde dieses Deck als Klärungskarte nehmen und die hier als Hauptdeck. Yes, ladies and gentlemen. Gibt es irgendwelche News? Nö, im Augenblick eigentlich nicht, dass ich wüsste. Keine News. Was ist hier rausgefallen? Zwei der Schwerter. Dum, da, dum, dum. Da geht es um eine Entscheidung.
Oh Lord. Also, mein Schatz, ich würde sagen, Standardklavitur, Beißensitive, das ist völlig egal, ob du schwul, lesbisch, wieder bist. Das war jetzt die Stefan Raab-Version. Und das ist auch völlig egal, aus welchem Land du stammst, welche Religion angehörst oder nicht, ob du an Gott glaubst oder nicht. Ich glaube sehr an Gott, wenn du nicht an Gott glaubst, ist alles gut. Wichtig ist, dass wir uns annehmen in dem, was wir glauben und in dem, was wir nicht glauben. Okay, mein Schatz? Urteilt nicht so schnell. Diese Dinge, diese Limonade klebt schon, die Stimmbänder zusammen. Diese Dinge können sich auch später manifestieren. Das kann dir passieren, erst nächstes Jahr im Frühling zum Beispiel. Und dann hättest du niemals gedacht, dass du doch in der Reisegruppe warst, wie ich immer gerne sage. Okay? Also wartet's einfach ab und so nach einem halben, dreiviertel Jahr weißt du, ob du tatsächlich in der Reisegruppe warst oder nicht. Und Reisegruppe bedeutet, das habe ich mir ausgedacht, damit man das besser verstehen kann, wie das mit dem Kollektiv sich verhält. Stell dir vor, das Universum unterteilt uns Berater in Reiseleiter. Und ich weiß nicht, ob du hier dieses Mal bei mir in der Reisegruppe mit eingeteilt worden bist, okay? Aber ich sag ja, urteilt nicht so schnell. Wartet's ab, mein Schatz. In Ordnung? Ich glaube, wie gesagt, News habe ich jetzt keine. Ich habe vorhin deinen Song gehört, aber das ist jetzt nicht wirklich eine Songbotschaft. Also, ist ein Song, ist ein italienischer Song, den werden sowieso nicht viele kennen, außer die, die so in den 80ern so diesen, kennt ihr diesen dieses so Italo-Pop, was so in den 80ern mal Italo-Pop, da war das doch Italo-Disco, Italo-Pop. Und so also Romina Power und oder Romina und Albano oder zum Beispiel Ricche Poveri und die habe ich heute gehört. Ich habe so beim Rumwuseln, da lasse ich immer ganz gerne so die Playlists auf YouTube laufen und dann kam ein Lied, das habe ich schon 100 Jahre nicht mehr gehört und dann habe ich gemerkt, Gott, wie romantisch dieser Song ist. Ich bin ja so eine Romanze, so eine Schnulze. Oh Gott, ich bin so fürchterlich romantisch. Und das ist so ein schöner Song. Also die Ricchi e Poveri noch kennen. Und hört euch mal den Song an, Come vorrei. Vielleicht ist es ja eine Songbotschaft für dich. Also es ist nicht wirklich eine Songbotschaft. Es ist einfach ein Song, den ich gehört habe. Zufällig, ne? Zufällig gibt's ja nicht. Zufällig gibt's ja nicht. Aber ja, vielleicht empfindet es einer von euch als Songbotschaft. Sagen wir es mal so. Aber ich habe das jetzt nicht so als direkte Songbotschaft reinbekommen, okay? Und der Song heißt Come vorrei. Wie gerne würde ich oder wie gerne hätte ich? Also ich hätte so gerne oder ja, ich hätte so gerne. Und die Quintessenz des Songs ist eigentlich, dass beides, ist ein Trio, und aber hauptsächlich singen zwei und der dritte, der leider nicht mehr ist, der macht immer so Chor ein bisschen. Und die zwei singen im Duett und die singen davon, ach, wie gerne hätte ich, dass du mich auf meine Weise liebst und wie gerne hätte ich, dass du noch da bist. Und er singt dann, ich verspreche dir, das nächste Mal wird es keine Frau mehr geben, die sich zwischen uns stellt. Und ich fühle mich total alleine und ich wünschte, du wärst hier. Und nicht einmal der Mond möchte. Nicht der. Da muss ich so lachen. Das ist eigentlich ein lustiger Satz, ja. Weil er sagt: Entschuldigung, mein Jazz, jetzt muss ich direkt mal was trinken. Weil er sagt: Ich habe den Mond gefragt. Nicht einmal der Mond möchte mehr bei mir bleiben. Oh mein Gott. Nicht einmal mehr der Mond möchte bei mir bleiben. Also, er singt sie an und sagt, ich wünsche, du wärst noch hier und ich vermisse dich und das ganze romantische Gedöns. Aber es ist wirklich ein schöner Song. Schöne Melodie und auch wie die das singen. Also, Ricche poveri come vorrei. Aber als er diesen Sa wenn er diesen Satz sagt, der soll ja eigentlich romantisch sein, aber wenn man den mal so übersetzt, dann klingt er lustig, weil er singt: Ich habe den Mond gefragt und nicht einmal der Mond
Weil im Italienischen ist der Mond La Luna, ist weiblich. Also im Deutschen der Mond, ne? Ist männlich, der Mann im Mond. Aber in Italien ist La Luna ist weiblich, ja? Der Mond weiblich. Und sie der Mond. Und ich habe den Mond gefragt und selbst sie möchte nicht mehr bei mir. Selbst sie möchte nicht bei mir sein. Also der muss mächtig was angestellt haben, dass nicht einmal mehr der Mond mit ihn begleiten möchte. Also, aber ein wirklich wunderschöner romantischer Song. Also, wer möchte, kann sich das anhören, kann sich auch die Übersetzung mal durchlesen. Come vorrei von Ricche Poveri. Ja, sehr, sehr schöner Song. Ich habe den auf Repeat und habe den die ganze Zeit gehört und so. Dahingeschweckt. So, genug geschwafelt, Sensitiva. Geh mal hier an die Wurst. Ja, mach ich. Ich werde jetzt den Blickwinkel ändern, mein Schatz. Und selbstverständlich wünsche ich dir wunder, wunder, wunderschöne Botschaften. Aber du weißt, wenn Dinge herauskommen, die du so nicht möchtest, ja, dann hast du die Zeit, etwas zu verändern. Du hast einen freien Willen. Daran möchte ich dich erinnern. Du hast einen freien Willen. Natürlich kannst du gewisse Dinge, wo du handlungsunfähig bist oder die nicht in deiner Macht liegen, da kannst du nichts tun. Da muss man das einfach in die Hände des Universums legen und hoffen, dass die Zeit für einen arbeitet. Aber alles das, was du bewegen oder verändern oder anders machen kannst, das kannst du tun. Karten legen bedeutet nicht, dass etwas in Stein gemeißelt ist und dass du das nicht mehr wegbekommst. Selbst wenn es in Stein gemeißelt wäre. Bing, 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 bing. Man könnte es eigentlich wieder wegmachen. Also das heißt, alles, was hier rauskommt, was du nicht willst und du weißt, was du tun kannst, um es zu ändern, da hat dir Gott einen freien Willen geschenkt. Und nutze den, nutze den, nutze den. Nutze den, um etwas zu verändern, mein Schatz, okay? Also, ja, wir sind noch, ist in den letzten Zügen, Schattenperiode, Merkur, allerletzte Züge. Tut, und dann geht's los. Dann kannst du durchstarten mit allem, was du durchstarten willst. Dann ist die Rückläufigkeit vorbei. Aber in der vedischen Astrologie, da gibt es Visible und Invisible. Also sichtbar und nicht sichtbar. Und wenn Merkur nicht sichtbar ist, dann agiert er ein bisschen wie wenn er rückläufig ist. Und das ist irgendwann, ich glaube, ab Ende Oktober wieder. Also Mitte Oktober. Was immer du starten willst, tu es. Ja, jetzt eigentlich kannst du sagen, von 2. Oktober an bis ungefähr 19. Oktober, das ist so. So die sicherste Zeit, da kannst du durchstarten, was immer du durchstarten möchtest. Und dann, ja, dann ist Merkur zwar direktläufig, aber nicht sichtbar. Invisible, okay? Geh, mein Engel. Also ich würde jetzt sagen, ich ändere jetzt den Blickwinkel. Ich wünsche dir wunderschöne Botschaften und selbstverständlich wünsche ich dir eine wunderbare Unterhaltung. Bis gleich mit anderem Blickwinkel. I love you. Bis gleich, mein Schatz. So, mein Schatz, there we are. There we are, we are. Und hier fusselt wieder alles. Hier fusselt wieder alles. Und ich kann das nicht leiden. Wenn alles wieder putzt. Das ist einer dieser Shirts, wo ich ja erzählt habe, die neu sind, die ich zwar gewaschen habe, aber die trotzdem fusseln. Und woher die kommen, I don't know, weil das eigentlich keine Shirts sind, die eigentlich fusseln. I don't know. Very strange. Dünn, dünn, dünn. So, mein Schatz. So, mal hier. Mal bringen wir hier mal wieder in Ordnung hier. War. Und dann machen wir dreimal Palim Palim. Erden, nichts überkreuzen. Not gonna turn every second bookie, sir. And then we will see what will happen, alright? Alright. Genau, mein Wagen ist hier, mein Tarotwagen. Und los geht's, mein Schatz.
Ja, mit meinen. Hab ich. Heute hab ich's mit meinen Kabeln und Dingsen. Dingsen, Dingsen. So. Alright. Und los geht's, mein Schatz. Erst einmal durchmischen. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass ich jetzt hier so ein Vorspulding mache. Und mach Musik drüber. Und dann geht's los in die Legung, okay? Wunderbar. Also, dann hört ihr jetzt gleich Musik. Bis gleich, mein Schatz. So, mein Schatz, there we are again. Wir haben hier auf der Rückseite eine große Arcana-Karte, den Hierophanten, Sternzeichen Stier. Und hier haben wir auf der Rückseite den Ritter der Schwerter, Zwillinge Waage Wassermann. Also, was ich euch hier schon sagen kann, ist, weil der Hierophant für das Traditionelle steht, aber auch für Institutionen. Okay, die Rückseite wollte sich zeigen, da ist sie wieder hier. The Queen of Cups, Fische, Krebs, Skorpion. Oh, sehr schön. Okay, dass ich schon mal reinbekomme, ist, rechne damit, dass definitiv Verträge, Vereinbarungen, Abmachungen, alles das wird nochmal neu besprochen und verändert. Ritter stehen für Veränderung. Was immer bisher vertraglich oder mündlich vereinbart worden ist. Also irgendetwas wird hier nochmal besprochen und zwar jetzt relativ schnell, relativ bald. Vielleicht lag das lange brach, denn Stier steht für Langsamkeit. Vielleicht weil der Stier steht für das altbewährte Tradition, der Hierophant, also zumindest der Hierophant steht für altbewährte Tradition. Und hier möchte jemand ein bisschen Schwung reinbringen. Das sehen wir auch hier. Okay, der Ritter. Der Ritter der Schwerter, der eilt hier regelrecht. Der ist der Ritter der Stäbe und Ritter der Schwerter, das sind so die schnellsten, ja? Ritter der Kelche, ja, ist auch so mittelmäßig. Und Ritter der Münzen ist der ganz langsam. Der ganz langsame, der langsamste. Also hier möchte jetzt jemand bald herbeieilen. Und entweder hat man jetzt hier sein Mindset, also sprich die Art und Weise, wie man denkt. Vielleicht war jemand in der Art und Weise, wie man denkt oder wie man Dinge angegangen ist, zu traditionell. So dieses, kennt ihr das? Ja, nee, wir können das nicht anders machen, wir machen das schon immer so. Kennt ihr diesen Spruch? Bei Behörden oder Firmen oder auch natürlich das Mindset, also die Einstellung einer Person. Das bedeutet, hier könnte jemand unglaublich altmodisch gedacht haben. Altmodisch im unternehmerischen Sinne, altmodisch aber auch im familiären Sinne, altmodisch auch in Sachen Partnerschaft, denn Hierophant steht auch für Partnerschaft. Hier ist jemand dabei, sein Mindset zu ändern. Und zwar moderner, mobiler, flexibler zu werden. Und das Gleiche gilt auch für Dokumente. Also hier könntest du zum Beispiel eine Firma, eine Institution oder eine Bank oder eine Organisation oder Unternehmer oder Arbeitgeber finden, die bereit sind, etwas, was bisher war, aufzulösen und eine neue Denke reinzubringen. Ich habe versucht, jetzt die richtigen Worte zu finden, damit ihr versteht, was ich meine. Also, wenn es jetzt zum Beispiel jemand in der Liebe ist, weil das interessiert euch ja meistens am meisten, meistens am meisten, dann kann es sein, dass jemand zum Beispiel sich auf dich nicht eingelassen hat, aufgrund von
Background, also die Art und Weise, wo du herkommst oder aus welchem Land du stammst oder welcher Religion du angehörst oder selbst wenn du nur ans Kartenlegen und Astrologie glaubst und er oder sie sagt, nee, so kommt mir, nee, sowas möchte ich nicht hier meiner Familie vorstellen, zum Beispiel, ja? Oder im Job könnte es zum Beispiel sein, dass jemand, dass eine Firma zum Beispiel die ganze Zeit nur Leute einstellt, die auch wirklich Zeugnisse oder eine Ausbildung nachweisen können in diesem Beruf. Und hier ist es möglich, dass eine Firma dich einstellt, obwohl du gar nicht wirklich die Qualifikation dafür mitbringst. Du bringst zwar die Erfahrung mit, aber du bringst nicht in Anführungszeichen die Ausbildung mit. Du hast da, vielleicht hast du deine Ausbildung oder dein Studium abgebrochen und hast keinen Abschluss, okay? Oder du bist Quereinsteiger und bist in einen Job, hast irgendwann in diesem Bereich angefangen, was weiß ich, vielleicht kommst du aus der Kosmetik, bist irgendwann quer eingestiegen in die Pflege und so, jetzt möchtest du den Job wechseln und im Pflegebereich würden sie dich sonst eigentlich nie einstellen, weil du jetzt keine klassische Ausbildung als Altenpflegerin oder Krankenpflegerin hast oder sowas, ja? Aber sie werden es trotzdem tun, denn das steht auch für Verträge. Und der Grund ist, weil sie vielleicht Not an Mann haben oder weil du einfach, vielleicht machen sie mit dir ein Probearbeiten und sie sehen, dass du viel Expertise mitbringst. Sie sagen, naja, sie haben jetzt nicht wirklich die klassische Ausbildung dafür oder sie haben jetzt kein Studium, aber wir sehen, dass sie wirklich sehr flink darin sind, dass sie klug sind, dass sie das unglaublich gut können. Und deshalb ist eine Firma, ein Betrieb oder irgendeine Institution dazu bereit, eine andere Denke an den Tag zu legen. Okay? Also, wer immer das hier ist, wo immer du auch hoffst, auf, wie sagt man, vielleicht bist du dir bisher auf taube Ohren gestoßen und wo immer du auch hoffst, dass du endlich Gehör findest. Jetzt ist es soweit. Das Gleiche, was ich sage, kann auch für dich selber stehen. Vielleicht warst du relativ stur, weil wir hier Sternenergie haben, stur. Nein, so jemand kommt mir nicht ins Haus. Oder für so eine Firma würde ich nie arbeiten. Oder so einen Job würde ich niemals tun. Oder die Art und Weise, diese Methode, weil es kann auch für eine Methode stehen. Ne? Diese Methode, diese Therapieform würde ich niemals tun. Vielleicht bist du Arzt oder Ärztin. Jetzt bist du aber bereit, mal was Neues auszuprobieren. Okay? Es kann zum Beispiel auch lediglich dein Arzt sein oder deine Ärztin. Und deine Ärztin und dein Arzt, vielleicht schlägst du was vor und sagst, wissen Sie was, ich habe hier etwas aus der traditionellen chinesischen Medizin oder im Bereich Ayurveda. Und dein Arzt, deine Ärztin ist eigentlich so ein ganz, ganz typischer Arzt, eine typische Ärztin, der nur auf Schulmedizin plädiert und nichts von alternativen Heilmethoden hält. Dann kann es sein, warum auch immer, das sehe ich jetzt hier nicht, ich sehe nicht, warum jemand plötzlich versucht, anders zu denken oder ihr Mindset zu ändern. Zum Beispiel bei einer Firma kann es sein, weil man Not an Mann hat und weil man bereit ist, wir müssen Leute einstellen, die auch keine Ausbildung mitbringen, aber die Erfahrung mitbringen. Wir müssen jetzt anders denken. Das ist klar. Aber ansonsten im persönlichen Bereich kann ich dir jetzt nicht sagen, warum jemand plötzlich sein Mindset ändert, seine Einstellung ändert, okay? Aber genau das passiert eben hier, dass jemand sagt, ich muss jetzt mal versuchen, das anders zu sehen. Und so eben deine Ärztin, dein Arzt, die sagt, wissen Sie was? Sie haben gar nicht mal. Also gar nicht mal so unrecht. Lassen Sie uns das mal probieren wir das mal aus, ja? Normalerweise würde ich das nicht tun. Normalerweise halte ich von diesen Dingen nicht viel, von Hypnose oder alternativen Heilmethoden oder was auch immer. Aber mein Gefühl sagt mir, wir sollten das mal ausprobieren. Ne? Solange es Ihnen nicht schadet, mehr das als nichts passiert, kann nicht passieren. Also du siehst, das ist das, was ich meine. Das kann dir im gesundheitlichen Bereich passieren, dass jetzt wirklich Ärzte bereit sind, andere Methoden auszuprobieren, die sie sonst niemals ausprobieren würden, weil es nicht ihren Standards entspricht. Und in der Liebe eben genau dasselbe.
Hier könnte jemand sehr traditionell aufgewachsen sein. So dieses, wir kommen aus einer, weiß ich nicht, diesen und jener Familie oder aus diesen und jenen Glaubensrichtungen und das passt jetzt nicht. Vielleicht kleidest du dich ganz ungewöhnlich oder hast eine ungewöhnliche Frisur und also du bist einfach so untypisch. Und hier hast du es mit einer Person zu tun oder mit einer Institution oder Organisation, die eher typisch ist. Also, hier wirst du entweder ein Unternehmen finden, eine Bank finden, Geldgeber finden, eine Klinik finden, Ärzte, Experten finden. Oder es ist der Mann, die Frau, um die es dir geht, um den es dir geht. Und diese, wer immer das auch ist, werden jetzt bereit sein, anders zu denken, was Neues zu wagen, alte Traditionen über Bord zu werfen und was Neues zu riskieren. Und das passiert jetzt, denn der Ritter des Schwertes steht für Schnelligkeit. Und bei allen, bei denen jetzt Verträge, wenn du irgendwas bereits abgemacht hast, vereinbart hast, unterschrieben hast, was auch immer, rechne damit, dass jetzt etwas verändert wird. Und es könnten zum Beispiel neue Klauseln eingefügt werden. Auch bei euch in der Firma. Es kann sein, dass eure Altverträge novelliert werden, erneuert werden. Renoviert. Gleich werden die renoviert, kann auch sein. Dann werden die schöner gestaltet. Auf jeden Fall rechne damit, dass Verträge und Vereinbarungen und Abmachungen hier verändert werden, und zwar jetzt in Kürze, relativ bald, und dass da Dinge reinkommen, die ungewöhnlich sind. Und da stehen auch Meetings an, da stehen auch Treffen an, weil ich sehe, jemand trifft sich und es wird beschlossen, es wird besprochen. Hier könntet ihr bald auch an der Firma eine E-Mail bekommen. Bitte dann und dann zum Meeting kommen und so weiter und so fort. Und dann werden diese Dinge besprochen. Es kann auch eine völlig neue Compliance sein. Zum Beispiel Banken machen das ganz gerne, dass sie dann alle paar Jahre, dann gibt es so ein riesen Kladderadatsch, dann eine neue Compliance und dann stehen da neue Gesetze, neue Regelungen, neue was auch immer neu. Können auch neue allgemeine Geschäftsbedingungen sein. Ja? Vielleicht änderst du deine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Oder das kann sogar auch noch eine höhere Instanz sein. Du könntest bald erleben, dass es per Gesetzgeber bald das Unternehmen oder das, weiß ich nicht, Unternehmen, vielleicht auch Kommunen, Gemeinden, also es kann auch kommunal sein, es kann auch vom Bund sein, kann sogar eine Regierung sein, dass da bald neue Gesetze erlassen werden. Und aufgrund dessen müssen Firmen irgendwas verändern. Auch du, ne, dass du vielleicht, wenn du selbstständig bist, musst du auch irgendwas verändern. Also hier könnten neue Gesetze und neue Vereinbarungen und neue Abmachungen, neue, was auch immer, neu ausgeschrieben werden, besprochen werden, niedergeschrieben werden. Aber die Besonderheit ist, etwas ist anders als bisher. Und zwar ist es neu, etwas, das es so noch nie gab. Wirklich. Und es ist eine neue Denke vor allen Dingen. Okay? Es sind Gesetze, wo man meint, mein Gott, dass das noch kommt, hätte ich niemals gedacht. Zum Beispiel Legalisierung bestimmter Dinge, die jetzt ja zum Beispiel in Deutschland zur Sprache kommen. Aber auch in anderen. Im Gesundheitsbereich, vielleicht werden da gewisse Dinge legalisiert oder Medikamente legalisiert, die vielleicht in gewissen Ländern legal waren, in anderen Ländern aber noch nicht. Okay? Also hier könnte es sogar auch mondän sein, dass du bald in den Medien hörst, diese Medikamente sind jetzt auch in deinem Land zugelassen, waren bisher nicht zugelassen, oder diese Therapiemethode wird jetzt von der Krankenkasse bezahlt, oder und, und. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will, okay? Lasst uns jetzt anfangen, aufzudecken und zu gucken, was jetzt hier herauskommt. Und in der Liebe, wie gesagt, ist jemand hier, gerade wenn du mit jemandem gekämpft hast, was heißt gekämpft, oder deine Kämpfe hattest, weil diese Person sehr altmodisch denkt oder die Familie altmodisch denkt, das wird jetzt, also entweder sagt jemand mir, egal was die Familie denkt, ich gehe jetzt meinen eigenen Weg und zwar voller Leidenschaft. Hier der Ritter der Schwerter, der trägt hier rote Schuhe.
voller Leidenschaft. Guck mal, wie der hier flitzt, ja, der wie ein Flitzebogen hier. Und der hat natürlich hier das Schwert, ja. Also das Schwert hat, guck mal, am Griff ist auch rot. Das bedeutet, das ist immer das Schwert der Justitia. Schwerter stehen für Wahrheit, Gedanken, Mindset. Also hier sagt sich jemand, ich habe jetzt voller Leidenschaft meine eigene Denke für mich, meine eigene Wahrheit für mich entwickelt. Und die werde ich jetzt ausführen. Den Ritter stehen für Veränderungen. Ich werde mich jetzt über dieses Traditionelle hinaus, wie sagt man, ach, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Durchsetzen oder ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dieses, ich werde mich darüber hin fortsetzen oder wie sagt man das denn? Hinwegsetzen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja? Okay, wir decken auf. Wir decken die Erstposition auf. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben die 7 der Kelche und Justice. Eben gerade sprach ich noch von Justitia. Guck mal. Wir haben die 7 der Kelche. Das steht für die Qual der Wahl. Wir haben in dem einen Becher wird Geld angezeigt, im anderen Becher ein Buch und im einen Becher ein Schmetterling. Und wieder einen Becher, da sieht man eine Sprechblase mit Herz. In dem anderen Becher, da sieht man ein Autoschlüssel und wieder ein anderer Becher, da guckt eine Hand raus und an dieser Hand ist ein Ring. Und diese Person guckt ganz mürrisch und weiß nicht, für was man sich entscheiden soll. Wieder in einem Becher, da ist so wie eine Wasserquelle. Und vor dieser Person liegt ein Handy. Sage euch nochmal die Karte. Und dann haben wir hier Justice, Justitia. Und Justitia hat hier zufälligerweise statt ein Schwert ein Dolch. Und es ist, als ob sie in die Wahrheit reinstechen, um, als ob sie hier in die Waage reinstechen möchte. Und das kriege ich für mich eigentlich auch so rein. Das ist so wie jemand, ich durchsteche die Wahrheit. Und das ist genau das. Hier wird jemand endlich, weil Justice steht übrigens hier für Waage. Und das ist hier übrigens Skorpion. Und Skorpion steht für Transformation. Und es ist, als ob hier, schaut, hier diese Witchy, die sticht mit einem Dolch da rein. Es wird eine Entscheidung getroffen. Also hier und zwar relativ bald. Guck mal. Denn das ist diese, was soll ich, für was soll ich mich entscheiden? Soll ich mich verändern? Soll ich jemandem ein Angebot machen? Soll ich mich ins Auto setzen und dann hinfahren? Oder soll ich mich für die Liebe entscheiden? Soll ich mich für Geld entscheiden? Soll ich mich transformieren? Hier wusste jemand einfach nicht, was er sie tun soll. Und vor ihm oder vor ihr ein Handy. Das bedeutet die Kommunikation. Also hier muss man bald auch eine Entscheidung treffen, weil so wie es aussieht, hat man lange gewartet. Denn Hierophant steht für eine lange, lange Wartezeit in diesen Bereichen. Oder man. Vielleicht warst du ja auf der Wartebank, vielleicht hat man dich auf die Wartebank gesetzt oder du wartest schon ewig, weil die Leute einfach nicht bereit sind, in dieser Angelegenheit anders zu denken und nur sich an altem, altbewährtem Wissen, altbewährten Methoden festhalten, in jedweden Bereichen, um die es dir geht. Und jetzt muss es ganz schnell gehen. Der Ritter der Schwerter steht für Schnelligkeit und da ist die Entscheidung. Und das ist jetzt so, hier diese Witchy, die sticht mit dem Dolch in, als ob sie da reinstechen will, in die Waage. Und das ist dieses, ich steche in eure Wahrheit rein, mich interessiert so, ich mache eure Wahrheit kaputt, ich zerstöre eure Wahrheit, das ist nicht mehr meine Wahrheit. Es muss nicht unbedingt sein, dass sich jemand jetzt hinwegsetzt, jetzt habe ich das, hinwegsetzt, dass sich jetzt einfach nur jemand über die anderen hinwegsetzt und sagt aus Trotz, sondern hier ist wirklich jemand dabei. Die Art und Weise, was man bisher beigebracht bekommen hat im Leben, sei es von der Familie, Freunde, Bekannte, Verwandte, sei es, wie das Umfeld denkt, selbst die Gesellschaft, selbst wie die Gesellschaft denkt oder wie eine Organisation denkt. Hier ist jemand jetzt wirklich dabei,
alles das, was programmiert worden ist, ja, das Wissen, und das steht für Weisheit, alles, was programmiert worden ist, zu durchstechen. Also es ist nicht nur ein, ich setze mich hinweg, sondern es ist ein, ich setze mich hinweg und ich zerstöre alles das, an was ich bisher geglaubt habe. Denn ich kreiere jetzt meinen eigenen Glauben, denn das, was ich bisher gelernt habe, führt mich immer nur wieder hierzu. Also, was ich natürlich jetzt auch reinbekomme, ist der Grund, warum das, wenn jemand so radikal an sich und an seinen Glauben setzen, weil das ist hier ganz stark neuntes Haus, Glaubenssätze, das neunte Haus, Schütze. Und das neunte Haus steht für Glück. Also hier ist jemand gerade dabei zu erkennen, mein Glück rennt mir davon. Ich habe keine Zeit mehr. Ich habe schon zu lange gewartet. Okay? Oder wenn es nicht das ist, dann ist es, Mensch, das ist eigentlich die Opportunität. Das ist eigentlich das, was ich für mich erzielen, erreichen kann. Weil diese Witchy hier, die trägt auch ein grünes Gewand. Das ist Herzchakra. Ich muss meinem Herzen folgen. Und mein Herz, mein Gefühl sagt mir, das ist ein Riesendeal. Das ist ein Riesending, was ich draus machen kann. Ich muss aber bereit sein, anders zu denken. Ich muss bereit sein, alles das, was ich gelernt habe oder an das, was ich glaube, zu zerstören und bereit sein, andere neue Wege zu gehen, um eben dieses Glück, das ich wittere, auch für mich auch im Schnäppchen draufschlagen zu können, okay? Und in der Liebe ist es ganz klar, dass jemand weiß, ich muss jetzt meinem Herzen folgen, okay? Herzchakra. Grün. Und weil wenn ich das nicht tue, ich habe schon viel zu lange an das Altbewährte geglaubt oder habe mich hier von, weil das steht auch für Familie, Tradition, zweites Haus in der vedischen Astrologie, steht auch für Familie. Ich habe mich zu sehr zu stark von der Familie beeinflussen lassen oder von dem, was ich so, dieses gesellschaftliche, familiäre, was ich über Familie und Beziehungen weiß und denke und glaube. Da habe ich mich zu lange dran festgehalten und jetzt möchte ich meinem Herz folgen. Und Justice ist eine große Arcana-Karte, steht für Waage, siebtes Haus, kann auch für Beziehung stehen, aber auch für The Law. Also sage ich ja, irgendwelche Gesetze werden hier auch novelliert, verändert, aber ich kriege es hier ganz positiv rein. Das ist etwas sehr positiv, was vielen zugute kommt. Sei es eben, dass neue Methoden legalisiert werden, lizenziert werden, erlaubt werden, was sonst in den Ländern, egal wo du jetzt gerade zuschaust, was sonst da bisher nicht erlaubt war. Und es ist sehr signifikant. Das ist kein kleines Ding. Das ist wirklich eine große Sache, auch für die Person, von der ich hier gerade spreche. Ob es jetzt in der Liebe ist oder auch in anderen Bereichen des Lebens. Das ist sehr signifikant. Das kann auch für dich selber stehen, was ich hier gerade sage, okay? Okay, mein Schatz, lass uns weiterschauen. Ja, das passt doch. Guck doch mal. Das passt doch wie Faust aufs Auge. Ja, schon wieder eine große Arcana-Karte. The Hanged Man, 12. Haus Fische und 8 of Cups. Und schon wieder hat man hier so einen roten Hoodie. Und ach, der Kelch ist, ich gehe. Ich gehe. Und eigentlich kannst du sagen, dass diese beiden ähnlich sind. Das ist eine kleine Arkana, ein großer Arkana. Die 7 der Kelche ist, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was mache ich bloß? Wie soll ich mich entscheiden? Und 8 der Kelche, Moment, Entschuldige. Und hier der Hanged Man ist, was mache ich bloß? Ich hänge fest in Limbo. Oh, was soll ich bloß tun? Und jetzt geht man. Man geht. 8 der Kelche ist, I go. Ich lasse das alles hinter mir und ich folge meiner Leidenschaft. Ich folge das, was mein Gefühl mir sagt. Und ganz ehrlich, wenn man hier eine Fledermaus, es kann irgendwas Gesundheitliches sein, da habt ihr bestimmt ja mitbekommen, da gab es ja irgendwelche Themen in diesen Bereichen und irgendwas verändert sich hier, irgendwas passiert da in diesem Bereich gesundheitlich, aber da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. 12. Haus kann für versteckte Feinde stehen. Und guck mal hier diese zwei Witchies, die kitzeln hier. Die kitzeln mit so einem Stöckchen, kitzeln sie die Fledermaus.
Und die Fledermaus, die hängt da und will eigentlich, weil Fledermäuse, die tagsüber schlafen, die sind ja nachtaktiv. Und das ist hier Tag. Guck mal, die versuchen, also hier gab es zwei Personen, die sich hier lustig gemacht haben. Nein, komm, auf, ja, wach, aufwachen. Also man hat diese Person auch nicht mal in Ruhe nachdenken lassen. Irgendeine Person oder Institution hat vielleicht mit dem Gedanken mal gespielt, mit dir, aber man hat diese Person ständig abgelenkt. So dieses immer wieder, ach komm, das willst du nicht wirklich machen. Hätte diese Person, wäre diese Person mal in Ruhe gelassen worden, weil die Fledermaus, die muss ja tagsüber schlafen, damit sie nachtaktiv sein kann, würde die Fledermaus nicht permanent, ich rede metaphorisch, das ist Divinationssprache, würde diese Fledermaus endlich in Ruhe gelassen werden und nicht ständig geneckt werden, du willst dich doch nie wirklich darauf einlassen. Und kille, kille, kille. Und diese Person konnte nie zur Ruhe kommen und mal in Ruhe nachdenken. Und so wie es aussieht, was ich reinbekomme, ist, dieser Mensch oder diese Organisation, Institution oder wer das immer ist, wer auch immer das auch ist, der eigentlich, die eigentlich mit dem Gedanken gespielt hat, sich auf dich einzulassen oder dich einzustellen, selbst wenn du nicht typisch qualifiziert bist, oder sich auf dich einzulassen, selbst wenn du nicht unbedingt zur Familie passt. Oder mal eine neue Methode auszuprobieren. Es können sogar auch Ärzte sein, die untereinander sitzen und sagen, ach, ich überlege gerade, ob ich meine Patientin oder einen Patienten mal dieses und jenes, ach komm, ach du spinnst doch, willst es doch nicht, das ist doch Alternative und so weiter. Also jemand wurde nicht in Ruhe na zum Nachdenken, also man hat dieser Person nicht die Ruhe gelassen, um nachzudenken. Stattdessen hat man diese Person konditioniert und geneckt, so. So dieses, wer immer das hier auch war, wer immer die Fledermaus ist, hatte auch das Angst, dass hier, dass man sich lächerlich macht, weil die machen sich lächerlich. Guck mal, die lachen sich kaputt. Ach komm, du spinnst doch. Hör doch auf mit deiner Spinnerei. Und deshalb hing man hier fest. The Hangman ist ja dieses Festhängen. Und the Hangman. Der Gehängte ist ja auch die Karte der neuen Perspektive, der Erleuchtung. Und die hat man jetzt erlangt. Das heißt, diesen Personen ist es nur eine Weile, eine ganze Weile leider, weil wir hier den Hierophanten haben, steht für Langsamkeit, hier, eine ganze Weile gelungen, diesen Menschen ja, das Gefühl zu vermitteln, dass das lächerlich ist oder abzulenken auch, ja. Also irgendwer hat ihm ihr nicht die Ruhe gelassen und schlechtes Gewissen eingeredet und sich vielleicht sogar auch lustig gemacht. Aber jetzt kommt es. Guck, weil das meine ich damit. Das ist hier so ähnlich. Hier hängt man fest, aber man bekommt eine neue Perspektive und dann geht man. Ach, dieses Licht immer, das blendet. Ach, der Kelche, man geht. Man geht ins Ungewisse, ins Dunkle, weil man nicht weiß, was kommt. Aber jemand ist bereit, jetzt das zu riskieren. Und das Gleiche gilt auch hier. Das meinte ich nämlich vorhin, die sind ähnlich. Also nicht diese und diese Karte sind ähnlich, sondern die Situation, das meinte ich, ist ähnlich. Und hier haben wir jetzt die siebte Kirche. Oh, hier hängt man auch fest. Hier hängt man auch fest. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Und das ist jetzt die Entscheidung. Ich zerstöre die bislang geglaubte Wahrheit. Es kann auch möglich sein, dass jemand ihm ihr vielleicht auch Lügen über dich erzählt hat. Also vielleicht hat man irgendwelchen Lügen geglaubt und das als Wahrheit geglaubt. Und diese Wahrheit wird aber jetzt hier, guck, zerstochen. Weil es ist nicht so dieses typische Justitia, das Schwert der Justitia. Weil das könnte auch ein Schwert sein, aber ein abgebrochenes Schwert. Guck. Es war nur die halbe Wahrheit. Und das mit diesem abgebrochenen Schwert sticht man jetzt da rein und sagt, nein. Grünes Gewand, ich folge jetzt, ich treffe eine Entscheidung, weil das ist die Entscheidung treffen. Und hier auch, in dem Augenblick, wo du gehst, triffst du ja eine Entscheidung. Also du siehst Position 1 und Position 2 sagen im Grunde fast dasselbe, nur dass die Hintergründe ein bisschen anders dargestellt sind, wie eine Geschichte erzählt wird, wenn du so willst, was hier, warum es dazu gekommen ist,
wozu es kam, ja. Lass uns weiterschauen. So, wieder eine große Arkana. Jetzt haben wir die Ritter der Münzen. Da ist wieder die Mondsichel. Guck mal. Hier hat es sich jemand auch schwer gemacht. Und das meine ich mit, weil es ist jetzt Stier, Steinbock, Jungfrau und das ist jetzt Widder. Und der Widder steht für extreme Schnelligkeit. Das kann ja ein Businessmann sein, eine Businessfrau, mein Schatz. Das kann jemand sein aus einer Institution, bei mir Münzen, das kann ein Arbeitgeber sein, Arbeitgeberin. Aber das kann natürlich auch in der Liebe sein. Das können auch Geschäftspartner oder Geldgeber sein. Das können auch Experten sein. Das kann sogar noch eine Krankenkasse sein. Ich habe hier eine Person in hoher Position, die entscheidet, hat sich deshalb auch lange Zeit gelassen. Hat sich sehr schwer gemacht mit dieser Entscheidung. Der Widder, der steht für eine neue Ordnung. Hier wird etwas neu sortiert. Oder hier sortiert sich jemand neu. Und hier ist jemand sehr bestimmt. Hier nimmt jemand jetzt Entscheidungen selbst in die Hand. Und wenn es sein muss, klettert man allein oben bis an die Spitze. Auch wenn es dann dauert und auch wenn es anstrengend ist. Guck. Und das mitten in der Nacht. Man muss der Intuition folgen. Mond. Mond ist Krebsenergie. Man muss der Intuition folgen. Und Ritter der Münzen steht für Langsamkeit. Aber weil wir jetzt hier den Widder haben, der Widder ist genau das Gegenteil, der steht für Schnelligkeit. Und auch hier haben wir wieder Langsamkeit, Schnelligkeit. Also du siehst etwas, das extrem lange hat auf sich warten lassen, in allen möglichen Bereichen des Lebens. Ich muss es mal so machen, damit ihr die Karte noch gut sehen könnt. Dieser Mann, diese Frau, oder, weil der Hierophant kann für eine Firma, eine Institution, eine Organisation, für ein Amt, Behörde stehen und sogar auch der Herrscher. Hier könnte jemand, die Person, um die es dir geht, könnte in einer hohen Position sein, könnte selbstständig sein, Businessman, Businessfrau, sehr arbeitsorientiert. Hier versucht jemand gerade auch Finanzen zu akkumulieren, konzentriert sich jetzt oder hat sich die ganze Zeit auf seine Arbeit, ihre Arbeit konzentriert, hat sich konzentriert oder konzentriert sich immer noch darauf, Geld zu akkumulieren oder Stabilität zu akkumulieren. Was nicht sehr einfach ist, ja, weil hier, entschuldige, mein Schatz, weil hier scheinbar auch viele Hindernisse im Weg sind. Guck, man versucht hier ein Riesenhindernis zu überwinden, aber man wird es überwinden. Und da oben warten schon die Geier. Guck, da oben wartet schon ein Geier. Da sind die Geier. Aber selbst wenn da oben ein Geier wartet, man ist bereit, das jetzt anzugehen. Der Widder, der hat einen starken Willen. Und das ist witzig, vorhin sprach ich noch von dem Willen. Alles, was ich sage, kann für dich selbst stehen, kann aber auch für die Person stehen, um die es jetzt hier geht, oder für eine Organisation, für eine Firma, Behörde oder wie auch immer. Kann auch eine Vaterfigur sein, kann eine Mutterfigur sein. Das kann auch für einen Richter stehen, für eine Richterin, Anwalt, Anwältin oder eine Firma, wie gesagt. Hier wird man jetzt den Stier bei den Hörnern packen und das Ganze angehen. Und das passiert jetzt schnell. Diese Langsamkeit nimmt jetzt ab. Etwas wird jetzt sehr schnell entschieden. Und es ist gut möglich, dass du vielleicht sogar auch entscheidest zu gehen. Oder diese Person tut es. Okay? Also ich habe hier auf jeden Fall, irgendwer oder irgendwas geht. Irgendwas verlässt man oder geht oder etwas wird verabschiedet. Was ich hier auch reinbekomme, ist, dass diese Person die eigenen Gefühle und das, was man wollte, die ganze Zeit vor sich, sogar vor sich selbst verborgen hat. Hier sehen wir auch schon wieder das Schwert der Justitia, aber es ist in Kopflage. Immer wenn das Schwert nach unten zeigt, die Schwertspitze nach unten zeigt, steht es für die Unwahrheit. Und hier sehen wir ein Safe. Da oben sehen wir einen Kelch. Kelche stehen für Gefühle. Also entweder hat man hier die Gefühle
mit sich selbst, also mit sich selbst ausgemacht und den anderen und sogar auch dir selber nicht die Wahrheit gesagt, also die praktisch verheimlicht, so getan, als ob man keine Gefühle hätte, so getan, als ob man keine Meinung dazu hätte oder als ob man da so dieses, ich kann nichts tun, tut mir leid, ich kann da nichts tun. Aber es stimmte nicht. Man hatte eine Meinung oder man hat eine Meinung, aber die hat man entweder sogar vor sich selbst hier im Safe eingesperrt, man wollte die nicht sehen, diese Wahrheit. Vieles dreht sich hier um Wahrheit, um Schwert. Hier haben wir ganz viel Schwert, Schwert, Schwert auch, ja. Um Entscheidungen und Mindset und Wahrheit. Oder man hat das nur mit sich selber ausgemacht und bei den anderen tat man so, als ob man genauso denkt, wie die anderen denken. Nur hier muss irgendwas durchgesickert sein. Sonst würden nicht hier diese zwei versuchen, die Fledermaus am Tage zu kitzeln und zu ärgern, wo sie ja eigentlich in Ruhe gelassen werden will, damit sie Schlaf bekommt, regenerieren kann und eine neue Perspektive bekommt. Hier müssen diese Geier, die müssen diese Person ständig, naja, ich würde nicht sagen überwacht haben, aber so immer gut bei Laune halten im Sinne von, wehe, du änderst deine Meinung. Oder wir sorgen dafür, dass du deine Meinung nicht änderst. Also hier muss irgendwas durchgesickert sein. Hier müssen die Leute schon mitbekommen haben, dass diese Person das, was du anzubieten hast, gut findet und außergewöhnlich findet, mal was Neues ist und gerne mal was Neues ausprobieren würde. Wie gesagt, sei es jetzt jemanden einzustellen, der nicht unbedingt die Qualifikation oder die Ausbildung dafür mitbringt. Sei es sich auf eine Person, auf einen Mann, auf eine Frau einzulassen, naja, die ein bisschen anders ist, der ein bisschen anders ist als die anderen oder nicht unbedingt so zum Umfeld passt, zur Familie passt. Okay? Aber alles das wird jetzt durchbrochen. Ich sag dir, das ist das hier. Hier bricht jetzt jemand dieses Schwert ab und sagt, das ist eure Wahrheit und die habt ihr mir die ganze Zeit versucht einzuflößen. Oder ich bin mit dieser Wahrheit aufgewachsen und ich will jetzt was Neues, ich will jetzt anders denken und ich will jetzt meinem Herzen folgen. Also hier ist jemand, so wie es aussieht, bereit und das ist, steht ja für Widder, steht ja für Action. Hier ist jemand wirklich bereit in die Tat. Guck, und hier hat jemand sehr eilig. Hier möchte jetzt jemand Dinge, Butter bei die Fische machen. So gleich da oben schießt eine Rakete nach oben. Also hier gehen Dinge ganz schnell, denn das steht auch für Schnelligkeit. Wir haben die ganze Zeit das Thema langsam und schnell, langsam und schnell. Also hier wird man jetzt Herr seiner eigenen Bedürfnisse und Wünsche und möchte sich nicht mehr von dem, was andere denken und andere wollen, leiten. Und das genau ist man dabei zu durchstechen. Zu durchbrechen. Das alles das, was ich sage, kann auch für dich selber stehen. Das kann lediglich dafür stehen, weil das zweite Haus steht auch für Selbstwertgefühl. Du hast dich selbst permanent abgebremst. Du hast dich ständig permanent mit anderen verglichen. Du dachtest die ganze Zeit, du könntest etwas nicht oder die anderen sind vielleicht besser als du oder du, ach, du bringst die Qualifikation. Was immer deine falschen Glaubenssätze waren. Diese Programmierungen, die können aus der Kindheit noch herrühren. Oder vielleicht hast du irgendwas Traumatisches erlebt und seitdem glaubst du, dass du gewisse Dinge nicht bist, nicht kannst, nicht tun solltest. Dann kann alles das, was ich hier sage, allein für dich stehen. Dass du jetzt dabei bist, wirklich, wirklich deine Programmierung im Kopf zu durchbrechen. Als ob du hier wirklich wie. Das erinnert mich hier an Flash, ne, wie der so rennt. Als ob du deine eigene Schallwand durchbrichst. Und diese Schallwand ist so der Schall der Dinge, die dir immer wieder gesagt worden sind im Leben. Dass diese Wand durchbrichst du. Hier, zweites Haus, Stier. Du hast immer gedacht, du musst viel zu hart dafür kämpfen, aber das stimmt nicht. Guck, da oben war ein Geier.
der dich angeleitet hat. Im Dunkeln. Und jetzt schaffst du deine eigene Ordnung. Guck, du wächst aus all dem hinaus. Aus dem Ritter wird ein Herrscher. Du bist gerade dabei zu verstehen, dass nur du und du allein, nur du allein, deine eigene Welt kreieren kannst und niemand sonst. Es gibt nicht die absolute Wahrheit. Es gibt mehrere Wahrheiten. Jeder Mensch lebt seine eigene Wahrheit. Und leider ist es so, dass die Wahrheiten, an die wir glauben, oftmals jene sind, die uns einprogrammiert worden sind. Vom Umfeld, Familie, Tradition, wo wir aufgewachsen sind, Mentalität und was nicht alles. Aber wir werden ja auch mit gewissen Bedürfnissen und Neigungen und Talenten und dem, was wir wollen, dem, was uns gefällt, geboren. Das macht uns ja erst zu Individuen. Und in dem Augenblick, wo wir erkennen, dass das, was wir wollen, was wir können und wer wir sind, nicht mit dem konform geht, also sprich, nicht zu dem passt, was man uns machen wollte. Das ist der Moment, wo du dann deinen freien Willen, denn der Widder steht für den Willen, das Ich, einsetzen kannst. Und du musst dem nicht folgen. Du kannst deine eigene Welt, deine eigene Ordnung. Der herrscht über sein eigenes Reich. Da gibt es keinen anderen Herrscher. Die Ritter, die folgen. Die folgen immer nur. Die dienen und folgen. Der Herrscher herrscht. Also du siehst, alles das, was ich hier sage, und das ist etwas, was du vielleicht schon lange weißt, was du aber im Safe, da kamst du nicht dran, vielleicht hast du den Code geknackt jetzt. Oder du bist dabei, deinen eigenen Seelencode zu knacken. Und dann kannst du hier deinen Gefühlen folgen. Und du kannst, was immer hier die Unwahrheit war, die hier an deiner Wand hing, kannst du durchbrechen und deine eigenen Entscheidungen treffen. Und du musst dem nicht folgen. Du folgst nur dir selber. Und das kann eben in allen Bereichen des Lebens sein, in der Liebe, was du beruflich tun möchtest, auch wie du leben möchtest. Es ist dein Reich. Es ist deine Welt und darin kannst du herrschen. Und was andere denken, das kann dir wurscht sein. Und das wird es auch. Ach, der Kelche, du gehst. Und nochmals, hier passiert etwas sehr schnell, was lange hat auf sich warten lassen. Zwei der Schwerter. Schon wieder Entscheidung. Und Page der Münzen. Immer dieses Hin und Her jonglieren. Hier geht es auch vor allen Dingen um Nachrichten. Nachrichten, in denen es um eine Entscheidung geht, auf die man schon lange wartet. Und das haben wir hier oben. Hier sind die zwei der Schwerter. Und auch hier haben wir eine Tasse. Tasse mit Flüssigkeit steht immer für Gefühl. Tasse, Kelchen, Kelche. Und hier haben wir das Ass der Münzen, das steht fürs Geld und auch für Neubeginn. Die Vier der Münzen ist dieses daran festhalten, dieses auch Angst haben zu entscheiden. Und die Zwei der Schwerter, eigentlich haben wir Vier der Schwerter. Dieses sich ruhen, warten. Und die Sechs der Schwerter ist eben auch so und ich gehe jetzt. Und die ganze Zeit hat man jongliert. Man hielt oder es wurde einem weiß gemacht, dass das, woran man festhält, viel Wert besitzt. Aber es ist nicht so. Guck mal hier unten. Das ist Bijouterie. Das ist hier kein richtiges Gold.
Das sind so Glasperlen und Glassteine. Die ganze Zeit hat man gedacht, so, guck mal hier, das sieht aus wie der Magier. Man hat diesen Mann, diese Frau oder diese Institution, hat man glauben lassen, dass das, woran man festhält, sehr wertvoll ist. Und dass man der Magier ist. Also sprich, hier hat man den Pagen der Münzen, den Bube der Münzen glauben lassen, dass man ein Magier ist. Guck, das sieht aus wie der Magier. Und der Magier steht für Manifestation. Also man hat, diese Person hier hat eine falsche Wahrnehmung eingebläut bekommen. Eine falsche Wahrheit. Man glaubte sich als Magier war oder ist die ganze Zeit nur der Bube. Und deshalb konnte man nicht entscheiden. Außerdem hat man, wer immer das auch ist, wenn es jetzt hier ein Mann oder Frau ist, hat man auch vor allen Dingen, weil hier das ist Stier, Steinbock, Jungfrau, glauben lassen, dass das Wichtigste im Leben materielle Dinge sind. Also alles, was du manifestierst, muss unbedingt mit Geld zu tun haben. Wertsachen. Wert. Status. Stier, Steinbock, Jungfrau. Sechstes Haus, Jungfrau. Musst arbeiten, arbeiten, arbeiten. Stier, zweites Haus. Du musst Materielles manifestieren. Alles dreht sich um Materie. Steinbock, siebtes Haus, Karriere, Status, Ansehen. Das waren die Werte, die man diesem Mann, dieser Frau vermittelt hat. Und all das, was man hier lernt, hier Zauberstöcke und Würfel, alles, was man gelernt hat, folgte nur diesem einen Ziel. Und hier sieht es so aus, als ob jetzt dieser junge Mann alles das in die Luft schmeißt und sagt, ich werde jetzt hier die Würfel neu würfeln. Also die Würfel werden neu gemischt. So wie es aussieht, wirst du, weil wir hier eine Nachricht haben, von diesen Entscheidungen und vor allen Dingen nicht nur von der Entscheidung. Du wirst über alles das erfahren. Diese Person wird dir zeigen, ich war blind. Ich war blind. Und ich habe mir viel Zeit gelassen, weil wir die Münzen haben. Ich war so blind. Und es kann auch dafür stehen, dass man deinen Wert nicht gesehen hat. Aber hier werden jetzt die Würfel neu gemischt. Und es wird neu entschieden. Und bald kommt eine Nachricht herein, die mit einer Entscheidung zu tun hat. Und wenn es etwas Institutionelles ist, also wenn es bei dir mit Behörden oder Firmen oder Banken oder Geldgeber oder kann auch etwas mit der Justiz zu tun haben, also sprich ein Entscheid, hier wird etwas entschieden. Und das, was entschieden wird, hat mit Finanzen zu tun. Das kann eine Nachricht, weil diese Nachricht hat mit Geld zu tun. Das kann dafür stehen, dass man eine Entschädigung bekommt. Das kann dafür stehen, dass man eine Gehaltserhöhung bekommt. Das kann dafür stehen, dass man sagt, naja, nur weil du jetzt keinen Abschluss hast, heißt es aber nicht, dass du schlechter bist als die anderen. Deshalb bekommst du jetzt genauso viel wie die anderen. Also hier könnte zum Beispiel jetzt eine Personalabteilung entscheiden, dass obwohl du in diesen Bereichen keine klassische Ausbildung hast, aber dasselbe machst wie deine Kollegen, die eine Ausbildung haben, deshalb nicht weniger bezahlt wirst, sondern dass du jetzt gleichgestellt wirst. Und da hat man sich die ganze Zeit schwer getan. Zum Beispiel bei Tarifverträgen ist es so. Und das meine ich damit. Hier wird jetzt neu verhandelt. Also entweder bekommst du hier eine Abfindung, was außer der Reihe ist, oder eine Gehaltserhöhung, was außer der Reihe ist, oder du bekommst einen neuen Vertrag, einen neuen Tarifvertrag, der auch außer der, irgendwas ist außer der Reihe und das hat mit Geld zu tun. Eine Entscheidung, die außer der Reihe ist, die aber mit Geld zu tun hat. Und bald kommt die Nachricht. Die hat lange auf sich warten lassen.
Was ist das zentrale Thema? Ganz kurz trinken. Wenn die so neu sind, dann flutschen die noch so rum. Sieben der Münzen, schon wieder Finanzen. Finanzen und Werte und Königin der Stäbe. Löwe, Schütze, Widder. Hier haben wir auch schon wieder Stier, Steinbock, Jungfrau. Das ist schon wieder die Wartekarte. Und die Königin der Stäbe ist eine Macherin. Guck hier, haben wir eine Weberin. Die spinnt ihren eigenen Faden. Die wartet nicht erst, dass irgendwer für sie den Faden liefert, damit sie daraus was stricken oder nähen oder was immer sie daraus machen möchte. Sie spinnt ihren eigenen Faden. Und das ist etwas, was sich lohnen wird. Die sieben der Münzen ist die Wartekarte. Hier muss man klein anfangen, aber dann wird es mehr und mehr und mehr und mehr. Aber es braucht Zeit. Deshalb hat man ja hier hinten, wie du siehst, einen Kalender gemalt. Und da flattern so die Blätter weg, ne, die Monate. Was immer du hier am Machen bist, oder wer immer du bist, was man bisher abgelehnt hat, dein Vorhaben, deine Idee oder deine Qualifikationen, weil du bist eine Macherin, du bist ein Macher. Königin der Stäbe steht für Selfmade, genau wie der König der Stäbe. Hier ist jemand sexy, auch wenn man das jetzt hier nicht sieht. Aber die Königin der Stäbe ist eigentlich sexy, weiß, was sie will. Ist egal, ob du ein Mann bist, es geht um die Eigenschaften. So dieses, die Königin, und genauso gilt auch für den König der Stäbe. Die warten nicht erst, dass andere etwas tun. So wie es aussieht, bist du das Thema, um das sich hier alles dreht. Du bist das zentrale Thema. Du, was du zu bieten hast. Und es mag vielleicht dauern, bis das, was aus dir wird, oder was immer du auch im Aufbauen bist, hier, sieben der Münzen, das ist so dieses, die Ernte wird sich lohnen. Man muss zwar warten, oh, dieses Licht, man muss warten, bis die Ernte, ne, bis es soweit ist. Im klassischen Tarot sieht man einen Mann, der einen Weinstock bestellt und dann warten muss, bis die Trauben irgendwann reif sind für die Ernte oder bis sie geerntet werden können. Und so ist es hier. Fängst klein an, drei Münzen, vier Münzen, fünf und so weiter. Und das ist etwas, das jemand erkennt. Denn hier, auch hier zentrales Thema immer wieder der Hierophant mitunter. Also zentrales Thema im Sinne von, um was es hier auch geht, der Tenor, den der Hierophant und der Ritter der Schwerte abgeben. Und das hat was mit Wert zu tun. Das, was du wert bist als Person, was du mitbringst. Du bist fleißig, klug, du machst und du wirst dein Ziel erreichen. Es wird dauern, aber du wirst dein Ziel erreichen. Was immer du am Machen bist, ist großartig und wird Früchte haben, wird sich lohnen. Und das ist das, was jetzt jemand am Erkennen ist. Und wo man sich lange Zeit gelassen hat, vielleicht hat man dich sogar auch abgelehnt oder man hat dich nicht ernst genommen, was immer es hier war. Du hast dich aber davon nicht abbringen lassen. Du machst einfach dein Ding. Und genau das ist richtig. Das, was du gerade tust, ist richtig. Du folgst deinem Gefühl, du machst einfach dein Ding. Du spinnst deinen eigenen Faden. Es ist so, als ob du einer Firma oder einer Person, sei es jetzt im Bereich des Jobs oder sei es jetzt in anderen Bereichen des Lebens oder halt auch in der Liebe, versucht hast, vielleicht hast du jemandem gesagt, hey, guck mal, du kannst deinen eigenen Faden spinnen. Soll ich dir zeigen, wie es geht? Wir können auch zusammen unseren eigenen Faden spinnen. Ich zeig dir, wie das geht und dann machen wir das zusammen. Und die andere Person dachte, nein, nein, wir kaufen unseren Faden immer. Nein, selbst gespinnter Faden? Nee, wer macht denn sowas noch? Das ist ja uralt, das macht ja kein Mensch mehr. Das macht man so gar nicht mehr. Oder das lohnt sich doch gar nicht. Oder jemand, der so tickt oder so denkt, ach, um Gottes Willen.
Und dann hast du gesagt, mir egal, auch wenn es lange dauert, ich mach mein, ich arbeite mein Ding weiter. Und währenddessen hat die Person, die du versucht hast, vielleicht zu überzeugen oder deinen Wert zu zeigen, was du kannst, wer du bist, wurde abgelenkt hier, man hat ihn oder sie belächelt. Ach komm, du hast so nicht mehr alle, willst du dich wirklich auf sowas einlassen oder willst du dich wirklich auf die Person einlassen oder willst du dich auf so ein Business, auf so eine Idee oder was auch immer es ist einlassen? Bist du verrückt? Hahaha, kille, kille, kille. Aber nur abgelenkt. Und genau das, jetzt werden die Würfel neu gemischt. Denn Pagen, Buben stehen auch für Neubeginn, für etwas Neues. Die Würfel werden jetzt neu gemischt. Und dann irgendwann heißt es ja, alea eacta est, der Würfel ist geworfen worden. Und wir werden sehen, was passiert. Also hier, eine Entscheidung wird getroffen. Zumindest wird jemand eine Entscheidung treffen, zu gehen. Und es wird auch eine Entscheidung getroffen, etwas anders zu tun, etwas anderes zu wagen. Ein Widder steht auch für Wagnis. Ein Risiko eingehen. Hier, acht der Kelche, ins Dunkle gehen. Es zu wagen, weil jemand plötzlich langsam auf den Trichter kommt. Naja, es braucht seine Zeit, aber es lohnt sich. Die sieben der Münzen ist das Versprechen, dass sich etwas lohnt. Du weißt das schon, du weißt das schon lange. Du weißt, was du kannst, wer du bist und was du da anzubieten hast. Aber wer immer das hier auch ist oder waren, die haben das nicht so gesehen. Bislang. Aber das wird sich ändern. Ist dabei, sich zu ändern, und zwar sehr schnell. Ja, Freunde der Nacht, da ist es, der Erfolg. Guck, das ist die Erfolgskarte, The World. The World. Hier wird etwas erfolgreich abgeschlossen, etwas, an das du, guck mal, wie das passt. Hier wird die Spinnnadel, hier wird gespinnt und gespinnt und gespinnt und gesponnen. Gesponnen, gesponnen, gesponnen. Und dann eine Münze, drei Münzen, vier Münzen, fünf Münzen, sechs Münzen, sieben Münzen und so weiter. Und die Zeit vergeht und vergeht und vergeht. Und es wird und es wird und es wird. Und du machst und du machst und du machst. Und da ist dann. Das ist der Erfolg, das ist der Endsprint. Die Weltkarte. Das, was du tust, wird sich lohnen und wird auch einen Abschluss finden, einen sehr erfolgreichen Abschluss. Das kann sogar eine Idee sein, eine Innovation sein, eine neue Art, eine neue Methode, was immer du hier tust, oder vielleicht hast du auch etwas Altes ausgekramt und hast es aufpoliert und was Neues draus gemacht. Auch das kann es sein. Du hast aus etwas Altem etwas Neues gemacht. Eine neue Form. Eine neue Art der Denke. Eine neue Art der Methode. Eine neue Art, etwas zu tun. Du wirst erfolgreich damit sein. Die Welt steht auch für Beendigung. Und was wird beendet? Drei der Kelche. Eine dritte Person. Und hier sehen wir gar keine dritte Person mehr. Hier gibt es nur noch zwei. Guck mal. Hier gibt es nur noch zwei Leute und dann, und hier, sie füttert ihn mit Honig. Und da unten wollen dann die Raben und die Ratten, die wollen dann auch was davon abhaben. Aber hier, die drei der Kelche, was ja für drei Personen steht, da sehen wir nur noch zwei. Der Grund, warum wir nur noch zwei sehen, ist, weil entweder du gehst, die dritte Person geht und wird erfolgreich. Oder was auch natürlich sein kann, ist, dass jemand, wenn es eine Liebe ist, ist eine klassische Aussage, jemand beendet eine Dreiecksgeschichte. Deshalb seid nur noch ihr beiden hier zu sehen und ihr schreibt euer Buch neu. Das Buch wird neu geschrieben. Hier, guck, er trägt ein ganz neues Buch. Ihr schreibt jetzt eure eigene neue Geschichte. Hier ist jemand dabei, dir zuzuschauen, wie du erfolgreich wirst und wie du die Ziele, die du dir gesetzt hast, hier guck, die Ziele, hier sind wir ja, Ziellinie, die Zielgerade. Hier beobachtet jemand gerade mehr und mehr, wie du deine Zielgerade und dein Ziel erreichst und ist begeistert davon.
fühlt sich von dir inspiriert. Wer immer das auch ist, fühlt sich durch dich inspiriert und will nicht mehr so sein wie die anderen, will nicht mehr so die Dinge so tun, wie die anderen sie immer tun. Hier ist jemand bereit, auch, also hier lässt sich gerade jemand durch dich inspirieren. Wie du denkst, was du tust. Guck mal, hier ist jemand, dieser Mann, der ist plötzlich so jugendlich angezogen, hat ein Tattoo, und hier haben wir Skateboard. Weil auch du anders bist. Du bist anders als die anderen. Du kannst extrem jugendlich sein, jung und verspielt. Du kannst aber auch alt und weise sein. Und sehr fleißig an deinen Dingen arbeiten. Alles das ist jemand am Beobachten, so wie es aussieht. Also hier gibt es wirklich zwei Gruppen. Du bist die Person, die hier geht und sagt, macht euren Mist selbst. Oder ich lasse mich hier von eurem Mist nicht mehr beeinträchtigen. Ich gehe jetzt hier meinem Ziel voraus. Ich gehe, ach der Kelche. Ich gehe, da ist die Acht der Kelche, da, ich gehe Richtung Ziel. Oder es ist jemand anderes, der oder die, wie ich ja vorhin die ganze Zeit erzählte, sich von all diesen alten, traditionellen Sachen löst, sich verjüngt und bereit ist, mit dir eine neue Geschichte, das Buch neu zu schreiben. Und da bekomme ich das immer wieder, das Lied, immer wenn ich das so sehe, dann bekomme ich immer das Lied von Natasha Bedingfield. Unwritten. Unwritten wird geschrieben unwritten. Ist jemand so lieb von euch? Kann jemand hier unten, keine Links bitte, kann hier jemand hier unten die deutsche Übersetzung bitte posten? Natasha Bedingfield, Unwritten. In dem Lied geht es nämlich jetzt darum, dass dieses Buch, da wird jetzt eine neue Seite aufgeschlagen und diese neue Seite ist unbeschrieben, ein unbeschriebenes Blatt. Ihr schreibt jetzt gemeinsam Geschichte und du wirst diese Person mit Honig füttern. Versüßen, das Leben versüßen. Und das wird jemand bald erkennen. Und ihr seid beide sehr schnell. Guck mal, weil sie hat Rollerskater, früher sagte man Rollschuhe. Und er hat ein Skateboard. Guck. Also, ich sagte, hier, die Dinge, die hier passieren, die passieren sehr schnell. Einige von euch werden sogar tatsächlich umziehen oder auswandern. Also, entweder ziehst du um, wanderst aus, oder wenn, ich sag ja, jemand bereit ist, endlich alles das hinter sich zu lassen, ist jemand bereit für dich auszuwandern, für dich umzuziehen oder mit dir gemeinsam irgendwo hinzuziehen oder sogar auch auszuwandern, weil wir die Weltkarte haben. Die Weltkarte steht aber auch für ein Online-Business. Was immer du hier online tust, sei es, dass du eine Dienstleistung, ein Produkt oder dich selbst präsentierst, das wird sehr erfolgreich werden. Daran spinnst du schon sehr lange. Sehr lange. Und jetzt bald erreichst du die Zielgerade, mein Schatz. Guck mal hier, Sprint. Guck, da ist der Sprint. Und guck mal hier, wird man das Ziel erreichen. Und etwas, das sehr lange hat auf sich warten lassen, das du als extrem anstrengend empfunden hast. Und trotzdem wirst du es tun. Und ich habe hier, das können doch hier auch alles Leute sein, die dich bald nur noch von hinten sehen. Ja, ist so. Umzug ist übrigens auch ein Riesenthema, weil ach, der Kelche steht für Gehen, Umzug. Die Welt sowieso steht auch für Gehen, Umzug. Ritter können sehr oft für Umzüge stehen. Dann haben wir hier auf der Entscheidungskarte hatten wir die Sechs der Schwerter hier, was auch für Umzug steht. Also Umzug. Und bei einigen von euch hat es irgendwas mit einem Fahrzeug zu tun. Also entweder ist es hier die Entscheidung, bei einigen von euch ist es scheinbar ein Riesenthema, was für eine Art von Auto oder was für eine Art von Gefährt ihr euch kauft oder verkauft. Das kann nämlich auch damit zusammenhängen,
dass ihr euch vielleicht auch ein Tiny House kauft oder ein mobiles Haus. Ein Haus kann ein Wohnwagen sein, ganz klar. Und dass ihr das ist so diese neue Denke. Vielleicht willst du die ganze Zeit dir ein Tiny House kaufen und dann von überall aus arbeiten und dein Partner sagt, nö, sowas können wir nicht tun. Oder du willst auswandern und willst anderswo leben, ein neues Leben beginnen. Und deine Partnerin sagt, nee, oh nee, können wir nicht machen, nee, geht nicht. Das wird sich jetzt verändern. Also wenn das dein Wunsch ist, dann sehe ich hier, dass dein Partner, deine Partnerin endlich bereit ist, ein Wagnis mit dir einzugehen. Es kann aber auch für dich selber stehen, dass du jetzt bald bereit bist, Neues zu wagen. Und dieses alte Sicherheitsdenken hinter dich lässt. Und wenn ihr gemeinsam ein Leben beginnt, dann sage ich ja, entweder zieht ihr gemeinsam nach weiter weg, kann sogar auch ins Ausland sein, oder ihr werdet ein Leben euch gestalten mit Wohnwagen und von überall aus arbeiten, unterwegs arbeiten, oder halt auch ein Leben gestalten, wie gesagt, das ja so Tiny House mäßig, ja. Auch das kann ja dafür stehen, dass ihr mal hier, mal dort und mal und anderswo wohnt, lebt und arbeitet. Es ist eine neue Form des Lebens. Es ist eine neue Form der Beziehung. Es ist eine neue Form des Denkens. Es sind neue Methoden. Es sind neue Gesetze. Es sind neue Arten und Weisen von Entscheidungen. Also hier wird etwas ganz neu sein. Auch die Beziehung, die man führt, wird neuartig sein. Deshalb sage ich, ihr schreibt eure eigene Geschichte und die anderen. Hier diese Raben und Ratten, die da unten liegen, die was von dem Honig, von eurem süßen Leben, das ihr euch gemeinsam gestaltet, die okay, wie so Geier. Das sind sie schon, die Geier, da oben. Auweia, Herr Geier, von unten sieht man seine Eier. Guck hier, die kriegen da nur noch hier die Reste ab. Ihr seid dann schon über alle Berge. Lasst uns weiterschauen. Five of Swords und Strength. Oh mein Schatz. Du wirst die Kraft haben. Es wird auf dem Weg dorthin, und das sehen wir ja auch hier. Guck da. Auf dem Weg zu deinem Ziel wird es noch einige Geier geben, die dir das Leben schwer machen wollen oder euch das Leben schwer machen wollen oder ihm oder ihr. Oder wer immer das auch ist, der hier entscheiden will. Weil hier gibt es eine Person, die entweder sich auf das einlassen will, was du anzubieten hast, die Art und Weise, wie du denkst oder was du anzubieten hast, was neuartig ist, gut findet. Aber andere wollen ihn oder sie ablenken oder ihm ihr das Gefühl geben, das ist lächerlich. Die Fünf der Schwerter. Bisher gibt es einige, die glauben sich siegessicher. Aber lass sie. Lass sie ruhig glauben, dass sie siegessicher sind. Du hingegen, du hast hier die Kraftkarte. Das ist hier die Stärke. Sternzeichen Löwe. Fünftes Haus. Du kannst dich zusammenreißen. Egal, was sie dir hier in. Guck mal, guck mal. Nee, 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 ich bin Erste. Und du musst dich hier gegen Tiger und Wölfe und was sind nicht alle. Guck mal hier, wie du dich gegen alle wehren musst. Aber du musst dich wehren. Was du nicht tust, ist, dass du Gleiches mit Gleichem vergeltst. Und das sollst du auch nicht tun. Karma funktioniert nur, wenn du nicht selbst Karma erzeugst. Du kannst dich wehren und das tust du auch. Also wenn wer immer dir hier jetzt Steine in den Weg legt, weiß ich nicht, irgendwas tut, um dich aufzuhalten, um deinen Erfolg aufzuhalten und dann oder sich mit deinen Ideen oder deinen, was immer du auch tust, schmückst und glaubst, Nummer eins zu sein. Was diese Leute nicht wissen ist, dass sie bald ihr eigenes Karma bekommen werden. Das ist nämlich hier, guck. Da ist schon auf dem Weg. Karma. Ja? Und das finde ich gut, was du machst. Du reißt dich zusammen. Karma funktioniert nur, wenn du nicht selbst eigenes Karma erzeugst. Wer immer dir hier schadet, immer noch schadet,
Du wirst dein Ziel erreichen, das liegt schon da. Das ist Bestimmung. Das Einzige, was sie tun können, ist, immer wieder sage ich immer wieder, sie können nur die Zeit verzögern, mehr nicht. Das, was sein soll, wird sein. Es ist Bestimmung. Und es macht dich ja, da gibt es dieses Lied von, wie heißt sie, Kelly Clarkson? Makes you stronger. Makes you stronger. Kann hier jemand auch die Übersetzung bitte rein in den Kommentaren reinschreiben? Das wäre ganz, ganz toll. Bitte kein Link, nur den reinen Text, die Übersetzung. Irgendwas mit Makes You Stronger wie heißt die, Kelly Clarkson? Heißt die so? Bin ich mir nicht mehr sicher. Ich glaube aber, ihr wisst, was ich meine. Diese Leute werden ihr Karma nur bekommen, wenn nicht du Karma spielst. Das heißt nicht, dass du dich nicht wehren sollst. Du kannst dich wehren, das ist in Ordnung. Sie versuchen dir zu schaden und du wehrst dich. Aber versuche nicht dieses, so wie du mir, so ich dir. Dann hebst du Karma, dann erzeugst du Karma und hebst mit deinem Karma ihr Karma auf. Dann bekommen sie kein Karma. Deshalb heißt es ja auch, du sollst dich nicht selbst irgendwie rächen oder versuch dich nicht erst zu rächen. Ich mache das auch nicht. Ich lerne, mich zu wehren und ich lerne es auszuhalten und ich muss dann warten. Ich muss dann einfach warten und irgendwann erfahre ich, was diesen Leuten dann passiert ist. Das ist jedes Mal so. Und das, was diesen Leuten passiert, oder zumindest was ich schon in der Vergangenheit gehört habe, die Menschen zum Beispiel, die mir geschadet haben, ich habe mich gewehrt, aber ich habe mich nicht gerächt. Sonst hätte ich ihr Karma aufgehoben, weil ich selbst Karma erzeugt habe. Also diese Leute hier bekommen ihr Karma nur, wenn du bereit bist, dich zusammenzureißen. Und das wirst du tun, deshalb bin ich sehr stolz auf dich. Denn das ist die Karte, dass sich unter Kontrolle haben, sich zusammenreißen, Kontenance, so was immer dich treibt, antreibt, Wut, Hass, Rachgefühle, du reißt dich zusammen. Und das ist auch gut so, weil nur so werden diese Leute ihr Karma bekommen, weil du nicht Karma spielst. Lass Karma, ihr eigenes Karma, wird ihre eigene Strafe sein, okay? Und das ist viel heftiger. Wirklich, ich kann dir Geschichten erzählen, da schlackerst du mit den Ohren, was diesen Leuten passiert ist. Da waren heftige Sachen dabei. Und so musst du das auch tun. Du kannst dich wehren, so wie diese Frau hier, siehst du hier, die Witchy. Die wehrt sich hier gegen Wölfe und Tiger und Pumas und was nicht alles. Die hier mit fünf der Schwerter meinen, sie würden damit durchkommen, werden sie aber nicht. Denn jeder bekommt seine Karma. Jeder bekommt sein Karma. Und wenn du kein eigenes Karma erzeugst, also wenn du dich zusammenreißt und dich nicht rächst, dann wird das Karma, ihr eigenes Karma, viel heftiger sein als das, was du tust, mein Schatz. Okay? Das ist gut so. Also, Hindernisse sind da immer wieder. Die Geier, die Ratten, die Mäuse, die Wölfe, die sind überall. Ne? Aber reiß dich zusammen. Wehre dich und reiß dich aber zusammen. Du bist dabei, dein Ziel zu erreichen. Und wenn es die Liebe betrifft, denn es ist hier die dritte Person. Die dritte Person, die hier noch irgendwelche Spielchen spielt. Okay? Aber die wird damit nicht durchkommen. Hier schon, euer Glück ist hier schon da. Da ist es schon, mein Schatz. Lass uns weiterschauen. Oh mein Schatz, guck, was habe ich gesagt? Guck mal. Oh mein Schatz, du bist in der Öffentlichkeit. Hier lauter Likes, guck mal. Du wirst gekrönt, lauter Likes, guck mal hier. Und die 10 der Münzen. Oh, das ist der Wahnsinn. Guck mal, das bist du, guck mal hier. Guck mal da bist du. Guck da. Du hast bald den Gerb. Jetzt spreche ich auch noch rückwärts. Das ist hier der Wahnsinn. Du hast den Berg, den Gerb. Oh Gott. Du hast den Berg bald erklommen hier. Du hast den bald erreicht. Guck, da oben sind die Geier.
Und da bist du, 10 der Münzen, mein Schatz, guck mal. Direkt hier unter dem Ziel. Das ist das. Hier, da. Schatz, du, guck mal hier. Online. Irgendwas geht online. Live. Da oben steht live. Guck. Und hier lauter Likes. Und dann hier 6 der Stäbe. Das ist hier im Rampenlicht stehen. Gewinnen. Ist auch Sternzeichen Löwe hier übrigens. Und dann die 10 der Münzen. Guck. Das steht für Wohlstand. Was immer du da am. Also, Schatz. Und hier ist ein Haus. Guck. Du baust dir ein völlig neues Leben auf. Wirklich, mein Schatz. Weil du deiner Intuition gefolgt bist. Weil du dich zusammengerissen hast. Weil du dich nicht unter hast kriegen lassen. Hier, guck mal. Blumenstrauß. Ehrungen. Und das hatte ich im letzten Buddhas Hinweis. Guck dir das letzte Buddhas Hinweis. Da ist der Blumenstrauß. Der ist signifikant. Guck, hier ist er. Ehrungen, du wirst geehrt, guck mal hier. Likes und ganz viel Liebe. Und noch hier 10 der Münzen, Wohlstand. Du kannst dir wirklich ein neues Leben. Du wirst mit den Finanzen, was immer du hier tust, das kann ein neuer Job sein, mit mehr Verantwortung. Das kann ein neues Produkt sein. Irgendwas machst du, irgendwas Neues machst du. Die Würfel werden jetzt bald neu gemischt, mein Schatz. Und die, die oben waren, das würde mich echt, würde mich nicht wundern, wenn hier das Rad der Schicksals ist. Die, die oben waren, werden unten sein und die unten waren, werden oben sein. Wirklich. 10 der Münzen ist auch Vollendung, genau wie die Welt. Vollendung. Mein Schatz, du kommst so ganz viel Geld. Ich weiß nicht, wodurch. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, guck mal hier. Irgendwas Großartiges machst du. Irgendwas groß. Du wirst so im Mittelpunkt stehen. Das steht für Beförderung, Gehaltserhöhung. Das ist hier endlich das bekommen, was man will. Das können ja auch Geldgeber sein, 10 der Münzen. Etwas, was andere bisher als lächerlich empfanden. Oder ach, macht doch kein Mensch mehr. Oder lohnt sich nicht. Oder ach, ach die, ach der. Und ach, dieses ach, ach, ach wird bald wirklich, also. Sechste Stäbe, mein Schatz. Halte noch durch. Hier musst du jetzt wirklich, du bist hier kurz vorm Ziel. Hier musst du jetzt durchhalten. Auch in der Liebe. Halte noch durch. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange hier. Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Hier werden die Würfel bald neu gemischt, weil jemand erkannt hat, ich bin ja hier nur falschen Schmuck gefolgt. Das war hier so Blödsinn, was man mir hier eingeredet hat oder was man mich hat glauben lassen. Hier ist bald jemand dabei, sich auf ein Risiko mit dir einzulassen. Sei es beruflich, sei es Geldgeber oder in der Liebe. Hier ist jemand bald bereit, ein Wagnis mit dir einzugehen. Das kann auch für Projekte stehen. Das kann auch für künstlerische Projekte stehen. Hier ist bald jemand bereit, mit dir ein Wagnis einzugehen. Obwohl andere ihr lange davon abgeraten haben, ihn oder sie abgelenkt haben und vielleicht auch so belächelt haben. Hier ist jemand bald bereit, alles das hinter sich zu lassen, drüber hinwegzusetzen und mit dir ein Wagnis einzugehen. Und wenn es hier keine Personen gibt oder Institutionen, dann bist du das. Dann ist das, was ich hier gerade sage, dreht sich alles nur noch um dich und um die Leute, die dich versucht haben, dich lächerlich zu machen. Vielleicht haben sie die Ideen gestohlen, vielleicht kopieren sie dich, vielleicht ahmen sie mich hier nach, vielleicht glauben sie, dass sie besser dastehen. Aber du wirst bald alle hinter dir lassen, mein Schatz, mit irgendetwas, was du tust. Und das ist etwas, was sie nicht nachmachen können. Das ist etwas, weil es ist so neu. Das gab es so in dieser Art und Weise nicht. Oder es ist etwas, was die anderen, die können das nicht nachmachen. Oder das kann man nicht kopieren. Weil es kann ja auch für eine Lizenz stehen. Vielleicht lässt du das patentieren oder lizenzieren. Und in dem Augenblick, wo jemand versucht, das zu kopieren oder nachzuahmen, da muss man hier mit Justitia rechnen. Ja? Da wird man verklagt. Also das kann man nicht mal eben so kopieren oder nachahmen.
Weil das patentiert oder lizenziert ist. Okay. Lass uns weiterschauen. The Moon. Guck mal, hier ist jemand gebrandmarkt worden. Guck mal hier. Also, du bist meins. Guck mal, ich brandmarke dich. Guck hier. King of Pentacles. Das ist jetzt hier Stier, Steinbock, Jungfrau. Und The Moon ist Pisces. 12. Haus. Deception. Und kann auch für Krebs stehen. In der Astrologie ist der Mond Krebs, im Tarot ist der Mond Fische. Diese Person wurde die ganze Zeit hier gebrandmarkt. Es kann aber auch für dich stehen. Man hat versucht, dich zu. Oder man hat dich vielleicht gebrandmarkt. Und hier, die guck mal, die gucken ganz schockiert, so dieses, was machst du denn da eigentlich? Das müssen wir erklären. Hier kommt bald was raus, denn das ist hier, das war, das ist, hier passiert etwas oder ist etwas passiert. Das hat damit zu tun, was ein Geheimnis ist. Hier hat jemand im Geheimen irgendwas gemacht, getan, gebrandmarkt oder hat es so dieses, das ist meins, das gehört mir oder die gehört mir, der gehört mir. Aber etwas getan, was so nicht richtig ist, denn das ist Deception, Moon. Deshalb guckt ihr auch hier so ganz erschrocken, weil diese Karte, The Moon, steht für, oh mein Gott, guck mal hier. Hier wird jemand bald eine Erkenntnis haben. Oh mein Gott, guck mal hier ganz schockiert. Hier kommt etwas zutage. Aber was ist es? Das müssen wir jetzt klären. Etwas kommt zutage. Irgendeine Person hat hier irgendwas gemacht. Stier, Steinbock, Jungfrau. Hinter dem Rücken. Und das kommt raus. Und hier haben wir Fische und Krebs. Und das kommt raus. Kann sein, dass du bald etwas erfahren wirst. Sag dir, irgendwas wirst du erfahren oder entdecken. Irgendwas kommt raus. Aber was kommt raus? Das werden wir jetzt gleich sehen. Womit hängt das so zusammen? Womit hängt das zusammen, was hier rauskommt? Irgendwas kommt raus, aber was dir trotzdem auch helfen wird. Das wird dir helfen. Du wirst etwas Schockierendes erfahren. Über einen Mann oder über eine Frau. Über irgendeine Person wirst du bald etwas Schockierendes erfahren. Und es kann sein, dass hier herauskommt, wer die ganze Zeit gegen dich gearbeitet hat. Die Person wird entblößt. Das kommt an die Öffentlichkeit. Oder du erfährst bald, du bekommst bald Nachrichten. Das können hier auch sogar also juristisch sein, dass du, vielleicht sind da irgendwelche Ermittlungen schon die ganze Zeit am Laufen. Du wirst schockiert sein. Du wirst schockiert sein, weil du nie gedacht hättest, dass diese Person dahinter steckt. Du wirst schockiert sein, herauszufinden, wer die ganze Zeit versucht hat, dich zu brandmarken. Diese Person hat Stier, Steinbock, Jungfrau und Fische und Krebs in der Chart. Du wirst echt erschrocken sein. Etwas wird dich erschrecken. Das wird dich nicht vom Ziel abbringen. Aber irgendwas kommt raus, was lange verborgen war. Lange, lange, lange verborgen. Eine Person, von der du niemals gedacht hättest, dass gerade diese Person dahinter steckt. Die versucht hat, deinen Erfolg aufzuhalten. Diese Person hat versucht, irgendwas, hat dir vielleicht Ideen gestohlen oder Identität gestohlen. Das kommt heraus und du wirst schockiert sein. Du wirst schockiert darüber sein, wenn du herausfindest, wer das ist. Wer da die ganze Zeit,
Weil es kann sein, dass du gar nicht weißt, dass diese Person irgendwas gegen dich tut. Wenn du sagst, ich wüsste jetzt gar nicht, wovon du sprichst. Ja, bei einigen ist es wirklich der Fall. Du weißt nicht, wovon ich spreche. Aber du wirst bald erfahren, dass hier kommt es bald heraus und du wirst schockiert sein. Du wirst schockiert sein, herauszufinden, wer dahinter steckt da. Bei einigen kann es sogar ein Familienmitglied sein. Jemand aus der Familie, weil wir hier die 10 der Münzen haben. Irgendwas Schockierendes kommt raus. Und diese Person wird ihr Karma bekommen. Prudence. Du musst noch ein bisschen aushalten. Warte noch ein bisschen. Deshalb habe ich hier gesagt, halte noch ein bisschen aus. Bald wirst du es erfahren. Bald, das ist so wie hier mit den Würfeln. Bald schaltet die Ampel. Bald schaltet die Ampel wieder. Balance. Das kann, bei einigen von euch ist es ein Ex oder eine Ex, der oder die die ganze Zeit hinter deinem Rücken Dinge gemacht hat, von denen du keine Ahnung hattest. Bald kommt heraus, dass ein Ex oder eine Ex hinter deinem Rücken Dinge gemacht hat. Das kann aber auch, muss nicht deine Ex oder dein Ex, kann auch seine Ex oder sein Ex oder seine noch Frau oder noch Mann, die haben irgendwas gemacht. Aber es ist ihnen nicht gelungen. Denn du bekommst deinen Ausgleich. Das steht hier, das ist die ausgleichende Gerechtigkeit. In der Liebe werden hier endlich zwei zusammenkommen, die zusammengehören. Das ist ganz klar. Das ist eine ganz klassische Aussage. Hier, Dreiecksgeschichte, wer immer hier einen Keil zwischen euch getrieben hat, aber auch in anderen Belangen des Lebens. Du wirst bald erfahren, dass ein Familienmitglied oder eine Person, die dir nahe steht, kann sogar der eigene Vorgesetzte, die eigene Vorgesetzte sein. Eine Person, der du sehr vertraut hast, diese Person hat die ganze Zeit heimlich gegen dich gearbeitet. Das ist eine Person, der du die ganze, deshalb, du wirst schockiert sein. In dem Augenblick, wo hier der Mond endlich Licht ins Dunkel bringt, du wirst schockiert sein. Über irgendwas wirst du schockiert sein. Irgendwas kommt hier raus. Das kann hier eine Affäre sein. Eine Affäre. Bald kommt heraus, dass irgendwer mit irgendwem eine Affäre hatte. Das kann aber auch eine berufliche Affäre sein, ja, nicht nur im Bereich der Liebe. Und das muss nicht dich betreffen. Der Grund, warum dieser Mann, diese Frau vielleicht zu dir kommt, ist, weil diese Person herausfinden wird, dass man belogen, betrogen, hintergangen worden ist. Und zwar mit einem Kumpel, Kumpeline oder eine Person, der man vertraut hat die ganze Zeit. Man wird schockiert sein, weil man niemals gedacht hätte, dass genau dieser Mann, diese Frau einen derartig hintergeht. Schatz, bei dir was dein Leben anbelangt, musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Das Einzige, was dich erschüttern wird, ist die Wahrheit, die hier ans Licht kommt. Aber dein Ziel? Mein Gott. 6 der Stäbe und 10 der Münzen, mein Schatz. Das ist der Wahnsinn. Irgendeine Affäre wird hier rauskommen. Es kann auch innerhalb der Firma sein, innerhalb der Familie sein. Oder der Mann, die Frau, mit der du zusammen bist, wird herausfinden, dass seine Frau, ihre Frau oder wer auch immer, irgendeine Affäre hatte oder hat. Das wird aber endlich in dem Augenblick, wo etwas herauskommt, und das ist der Grund, warum du aufsteigst, kann endlich sich etwas verbessern, kann etwas endlich wieder wachsen. Weil ich habe hier
Evolution. Weil alles das hat eigentlich das Ganze zum Stagnieren gebracht in eurer Partnerschaft, mit deiner hier Person, die du dir wünschst, oder dein Vorhaben. Ja, guck da. Das kommt heraus, ich sag's doch. Hier kommt jemand vor Gericht. Hier kommt du. Es kann auch sein, dass du all von all dem nichts wusstest. Es kann sein, dass bald einfach ein Brief flattert, in deinen Briefkasten flattert und in dem steht, die und die Person hat dich und den und die und den hintergangen. Und du wusstest nichts davon. So eine ähnliche Aussage hatte ich schon mal, vor gar nicht so langer Zeit. Weder war es im Kreuzorakel der Kelten oder auch im Matrix-Orakulum. Könnt ihr euch noch erinnern? Und jetzt ist der Moment, weil ich weiß jetzt nicht, in welchem Orakel es war. Das ist schon einige Monate her. Das war auch Kreuzorakel der Kelten oder Matrix-Orakulum. Da hatte ich auch das, bei dir läuft super, aber du wirst herausfinden, wer die ganze Zeit heimlich gegen dich gearbeitet hat, dich belogen, betrogen, hintergangen hat, sei es finanziell, sei es in der Liebe. Guck mal, hier wird jemand schuldig gesprochen. Guck mal, hier wird. Es ist, als ob die Jury das Urteil ausspricht und der Richter, der ist dabei hier, Hammer. Bam. Hier wird jemand angeklagt und verklagt. Das, was hier herauskommt, du wirst schockiert sein, weil es sich um eine Person und um eine Tat handelt, von der du A von, also die Tat und die Person, du hättest niemals gedacht, dass das je sein könnte. Niemals. Das wird dich schockieren, regelrecht schockieren. Bei einigen kann das sogar sein, bei einigen hat es hier auch mit Kindern zu tun. Irgendwas ist mit Kindern. Irgendwas kommt heraus. Das kann mit Vaterschaft zu tun haben. Hier kommt heraus, dass er nicht der echte Vater ist, hier könnte ein Vaterschaftstest gemacht werden und dann kommt heraus. Du, bei einigen kann das, weißt du was, das sogar sein kann? Das kriege ich hier gerade rein. Wenn du nicht weißt, wer dein Vater ist, dann kommt das jetzt bald raus. Es ist sogar gut möglich, dass du die ganze Zeit die Person, die du für deinen Vater gehalten hast, gar nicht wirklich dein Vater ist. Oder die Person, die du für deine Mutter gehalten hast, gar nicht wirklich deine Mutter ist. Du wirst bald schockiert sein. Das hat irgendwas mit Vaterschaftstest zu tun. Es kann sogar sein, dass die Person, die du liebst, die ganze Zeit ein Kind aufzieht, was gar nicht sein oder ihr Kind ist. Also, ich meine, sie wird ja wohl wissen, ob sie jetzt ihr Kind ist, aber zumindest ein Kind aufzieht, wo der, von dem man glaubt, dass es der Vater ist, nicht der Vater ist. Und bei wieder anderen ist irgendwas kommt in Bezug auf Kinder heraus, weshalb hier jemand verklagt wird. Vielleicht hat hier jemand irgendein Kind vernachlässigt, schlecht behandelt. Irgendwas kommt raus und das wird dich schockieren. In Bezug auf Kinder. Und bei einigen hat es natürlich mit euren Kindern zu tun, ne? Das kann hier kommt bald heraus, dass deine Ex oder dein Ex irgendwas versucht hat. Weiß ich nicht, die Kinder gegen dich aufgehetzt oder hat die Kinder vernachlässigt. Also auf jeden Fall, du wirst schockiert. Irgendwas kommt raus, was dich schockiert. Absolut schockiert. Das kann jetzt hier mit dieser Geschichte zusammenhängen, muss aber nicht. Das ist so, ich habe das hier wie eine Nebengeschichte nochmal. Das kann das Karma sein, das diese Person bekommt. Eine Person, die dir die ganze Zeit geschadet hat, dessen Karma wird sein, dass irgendwas ist hier mit Kindern.
das, was rauskommt. Und dann wird man auch deswegen auch beschuldigt. Und wenn es mit Kindern nichts zu tun hat, dann steht für das, das steht dann für eine Idee. Hier wird jemand bald verklagt für eine Idee, die man gestohlen hat. Und du wusstest das noch nicht einmal, dass dir jemand diese Idee gestohlen hat. Und wenn du es weißt, dann kann es sein, dass du herausfindest, wer es ist. Vielleicht wusstest du die ganze Zeit nicht, wer es ist. Und dann bist du die Person, die hier jemanden verklagt. Auf jeden Fall habe ich hier, bitte durchhalten, ausgleichende Gerechtigkeit ist schon auf dem Weg zu dir, mein Schatz. Definitiv. The Self, du selbst, was ist mit dir? Transformation, achtes Haus, mein Schatz. Das hat mit Finanzen zu tun auch. Das hat die Transformation mit dir selbst und Finanzen. Irgendwas verändert sich im Bereich mit dir selbst und im Bereich der Finanzen. Bei einigen hat das hier mit dem Partner zu tun, weil das achte Haus steht auch für die Finanzen des Partners, der Partnerin. Also das, was ich jetzt hier gerade erzählt habe, im Besonderen hier, muss gar nicht jetzt mit dir selbst zu tun haben, sondern kann auch deinen Partner, deine Partnerin betreffen. Hier könnte es zum Beispiel lediglich deine Frau, dein Mann könnte bald erfahren, dass der Vater nicht wirklich der Vater ist. Wirklich. Irgendwas kommt hier raus. Wodurch auch immer. Du könntest bald könnte dein Mann zu dir kommen oder deine Frau und sagen, weißt du was? Ich habe hier gerade einen Brief bekommen und da steht, dass dieser Mann, diese Frau, dass dieser Mann mein eigentlicher Vater ist. Was? Ja, hier steht's schwarz auf weiß. Wie jetzt? Ja, aber wie kann denn das sein? Ich weiß es nicht. Hier könnte, also das sage ich ja, einer von euch beiden wird bald zum Partner, zur Partnerin gehen und sagen, du, ich habe erfahren, wer mein eigentlicher Vater ist. Und ich wusste noch nicht mal, dass es einen anderen Vater gab. Das kann im Zusammenhang, weil das 10, wir haben ja die 10 der Münzen, das kann mit Erbschaft zu tun haben. Es kann sein, dass du plötzlich etwas erbst und im Testament steht dann drin, dass du sein Sohn, ihre Tochter, also seine Tochter, sein Sohn bist und dadurch kommt es überhaupt heraus. Weil es ist ein Leben lang vielleicht ein Geheimnis geblieben. Und in dem Augenblick, wo hier ein Testament verlesen wird, kommt heraus, dass du etwas geerbt hast. Und in diesem Testament steht drin, dass du deshalb erbst, weil das dein richtiger biologischer Vater ist. Das ist ja crazy. Oder deine Mutter. Du bekommst ein Schreiben, das kann auch gar noch mit einer Mutter sein. Vielleicht hat man dich glauben lassen, dass deine Mutter ist. Und dann kommt hier, wirst du etwas erben, da steht drin, ich vermache meiner Tochter, meiner biologischen Tochter, bla bla bla. Und dann wirst du schockiert sein. Hier kommt etwas, und das kann bei einigen von euch, hat das mit Erbschaft zu tun. Und das kann, wenn es nichts mit Erbschaft im Sinne von Geld zu tun hat, dann ist das hier ein DNA, weil das hier achtes Haus und erstes Haus, das ist hier irgendeine DNA, die rauskommt. Vaterschaftstest, sage ich doch. Vielleicht, es kann auch was ganz Banales sein. Vielleicht musst du zum Arzt und die Ärzte sagen, ja, wir brauchen ein paar Proben von Familienmitgliedern, irgendeinen Test. So.
Und da wird ein Test gemacht und dann kommt heraus, dass dein Bruder, deine Schwester nur zu 50% deine Schwester ist oder dein Bruder. Und dann werdet ihr stutzig. Wie kann das denn sein? Wir haben doch dieselbe Mutter, selbe Vater. Nö. Und dann die Ärzte können dann sagen, nee. Also sie haben dieselbe Mutter, aber nicht denselben Vater, oder? Sie haben denselben Vater, aber nicht dieselbe Mutter. Einer von euch beiden könnte von einer Mutter aufgezogen worden sein, die euch erzählt hat, dass sie Mutter ist, aber ist sie nicht. Und genauso andersherum, auch der Vater. Und dann lasst ihr hier einen Vaterschaftstest machen oder einen DNA-Test machen oder irgendwas. Und dann kommt erst alles das heraus. Weil ich sag ja, das kann hier auch mit irgendwelchen Tests, Blutwerte-Tests, DNA, einfach weil man irgendeine Probe braucht von einem Familienmitglied. Also hier kommt irgendwas Schockierendes raus. Das ist ja unfassbar. Ja, guck mal hier, das bringt dann Klärung. Das wird Klärung reinbringen. Das wird Klärung reinbringen. Und es ist, als ob du endlich verstehst du auch so vieles dann. Es ist, als ob dir ein Leben lang hast du vieles nicht begriffen, konntest nicht verstehen, warum ist das so, warum ist diese so bei mir. Und dann erst dann wird für dich einiges klar werden. Es kann sein, dass. Das kriege ich jetzt gerade rein als Eingebung. Es kann sein, dass dein Onkel dein wirklicher Vater ist. Und das kommt raus. Dass dein Onkel dein richtiger Vater ist. Das weiß ich nicht, deine Mutter irgendeine Affäre hatte mal mit deinem Onkel oder so. Ach du lieber Gott. Das ist Schicksal. Guck mal, was hier passiert, ist Bestimmung. North Node, das ist Schicksal. Das hat etwas mit dem Mondknoten zu tun. First House ist Widder. Mondknoten ist im Widder. Und Südknoten ist in Waage. Ist das verrückt? Meine Herren, ist das verrückt? Was ist das hier bloß? Nichts mehr wird mehr wie vorher sein. Herzchakra, wie ich ja vorhin schon gesagt. Hier folgt jemand jetzt endlich seinem Herzen. Hatte ich ja gesagt, ja. Und hier könnte jemand bald auch mit irgendwas herausrücken. Hier könnte sie. Es kann sogar sein, dass die Person, die du liebst, dir verraten wird, dass man adoptiert worden ist. Okay? Das kann auch sein. Das kann lediglich das sein, dass er sie, die Person, die du liebst, das ist jetzt hier eine. Weil das, was ich hier habe, kann bei einigen einfach eine Randgeschichte sein. Also, das ist so die Hauptgeschichte und das ist jetzt noch eine Nebengeschichte, die dann dazukommt. Weil ich habe dir gesagt, guck mal, hier kommt jemand mit einem Buch. Im Lenormand steht das Buch für Geheimnis. Hier könnte dir jemand etwas nicht erzählt haben. Was ich jetzt. Das ist jetzt ganz krass, was ich jetzt habe. Das ist jetzt vielleicht nur für eine Person. Hier könnte dir jemand bald erzählen, dass man ein Transmann oder Transfrau ist. Was? Schockiert sein. Hier könnte jemand, das heißt nicht, dass du deswegen die Person nicht weiterhin lieben wirst, ja? Natürlich wirst du die Person weiterhin lieben, aber hier könnte jemand dir verschwiegen haben, dass man schon als Kind umoperiert worden ist. Das gibt es schon, ja? Da gibt es zum Beispiel die Niki, wie heißt sie denn? Die Niki, die ganz bekannt ist mit Kosmetik und Schminken, die wurde als Kind schon zum Mädchen umoperiert, ja? Und es kam erst später, viel später heraus, dass sie eine Transfrau ist. Die wurde ja geblackmailt. Die war ja gezwungen, die Arme.
Aber im Grunde hat es sie befreit, weil im Grunde ist es ja auch eine Befreiung. Habe ich ja gesagt, es ist eine Befreiung. Also die Person, das ist jetzt wirklich nur für ein, zwei Leute von euch. Das ist jetzt wirklich ganz. Ihr könnt einfach jemand dir bald erzählen, du, ich bin adoptiert worden. Ja, das könnte bald das Geheimnis sein. Es kann sogar sein, dass er selber, sie selber noch nicht mehr weiß, dass man adoptiert worden ist. Ja, das könnte herauskommen. Und bei ganz, 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 ganz kleinem Prozentsatz habe ich, dass diese Person dir bald verrät, dass man Transmann, Transfrau ist. Und das hättest du niemals gedacht, weil man durch und durch aussieht wie ein Mann oder durch und durch aussieht wie eine Frau. Ja, das ist halt eben, weil es schon so früh gemacht worden ist, dass da auch die Narben und alles das, dass das alles schon super verwachsen konnte und dass man nichts mehr sehen kann, gar nichts. Ja. Auf jeden Fall sind das hier schockierende News. Aber diese schockierende News, ich habe das nicht als schlimm. Ich habe das endlich. Du wirst ein Gefühl von, oh, Relief, Befreiung. So, oh, endlich. Endlich, weißt du, dann, das ist so, als ob du dann plötzlich einiges verstehst. Einiges, was du vorher nicht verstanden hast. Wo du vorher die ganze Zeit das Gefühl hattest. Hier ist irgendeine Karte rausgeflogen. Ah, guck mal, das neunte Haus, habe ich ja vorhin schon gesagt, hier die Glaubenssätze. Das ist Glück. Und Ausland, guck mal. Ich sag doch, einige von euch werden sich absetzen. Ihr setzt euch ab. Irgendwohin. Und es steht für die Glaubenssätze, wie das zweite Haus auch, ne? Zweite Haus steht für Selbstwertgefühl, neuntes Haus steht für Glaubenssätze. Auswandern, wegziehen. Nach weiter wegziehen. Und vor allen Dingen hier. Ich habe ja gesagt, das Mindset. Im neunten Haus ist Mindset. Was hier passiert, ist schicksalhaft. Schicksalhaft. Jemand wird endlich, endlich die Eierchen in der Hose haben, irgendeine Wahrheit, irgendein Geheimnis dir anzuvertrauen. Und ansonsten kann es auch andersherum sein. Also diese Person, die du liebst, diese Person wird bald ein schockierendes Ereignis erleben, schockierende Wahrheiten erfahren über sein, ihr Leben. Und das Gleiche gilt auch für dich. Mein lieber Jolly, eins ist sicher, dir geht's mehr als nur gut. Dir geht's fantastisch, blendend, besser kann man es gar nicht haben. Sechs der Stäbe mit 10 der Münzen, holla die Waldfee. Und als Sahnehäubchen kommt endlich heraus, wer die ganze Zeit gegen dich heimlich gearbeitet hat. Das wird dich auch schockieren, wenn du herausfindest, wer es war. Aber danach fühlst du dich frei, du wirst dich befreit fühlen. Und bei wieder anderen habe ich ja gerade gesagt, irgendwas mit Vaterschaft, irgendwas mit Kindern, irgendwas mit Adoption, irgendwas mit Testament. Dann kommt heraus, wer wirklich Vater, Mutter ist, Erbschaft. Dann kommt, einige könnten erfahren, dass er sie als Kind schon umoperiert worden ist, ein Transmann, Transfrau ist, ja. Was ich persönlich, muss ich ehrlich gestehen, als ich 20 war, war ich besessen davon, unbedingt eine Transfrau, also ja, also ein Mann, der sich in eine Frau hat umoperieren lassen. Ich fand da einen Riesenreiz darin. Wirklich, also da habe ich mir das so sehr gewünscht. Ich weiß nicht warum. So ein paar 20 war ich. Weiß ich noch, habe ich mir damals noch meiner was das, Freundin, Arbeitskollegin, wir waren so ein bisschen Freundinnen, Arbeitskollegin. Da habe ich gesagt, Mensch, ich hätte so gern eine Transfrau als Partner, also Partnerin, ja. Ich finde das toll. Weil ich ja, dadurch, dass ich bisexuell bin, mag ich ja eben männlich-weiblich, ja. Und deshalb, also ich finde das nicht schlimm. Ich finde das toll. Das fasziniert mich, ja. Also, das kann dir hier passieren. Das sag ja, wenn es nur eine Person ist, die hier zuschaut, ne? Nicht, dass er denkt, ja, wie jetzt? So kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, ist nicht gesagt. Das ist jetzt vielleicht eine Person, die zuschaut. Bei vielen von euch kann es wirklich sein, dass ihr erfahrt, dass diese Person adoptiert worden ist. Oder er selber, sie selber erfährt es, oder du selbst bist es, der, die das erfährt. Du selbst könntest auch bald erzählen,
dass du umoperiert worden bist, ja, als Kind. Also auch du könntest ein Coming-out haben. Das kann hier für Coming-out stehen. Das kann hier für der biologische Vater, die biologische Mutter kommt irgendwas heraus. Vaterschaftstest, dass hier irgendein Kind nicht das eigentliche Kind ist. Also hier kommt irgendwas Schockierendes. Das kann auch innerhalb der Familie sein. Das kann hier noch eine Neben. Ich habe wirklich eine Nebengeschichte. Das passiert selten, aber das passiert manchmal. Dass ich beim Matrix-Orakulum oder beim Kreuzorakel der Kelten nochmal wie eine extra Nebengeschichte habe, neben der Hauptgeschichte, okay? Und bei einigen ist das, wenn das hier, wenn diese Geschichte hier dazugehört, dann habe ich die Geschichte, dass das, was dich schockieren wird, dass du herausfinden wirst, wer die ganze Zeit heimlich gegen dich gearbeitet hat, weil es eine Person ist, von der du es niemals, niemals, niemals gedacht hättest. Niemals, okay? Nochmal hier. Ja, Awareness, guck. Du wirst bald dir vieler Dinge bewusst werden, weil hier einiges ans Licht kommt. Bald wirst du über alles, du wirst bald alles verstehen. Du wirst bald endlich alles verstehen. Und guck, da ist dein Sieg. Da, hab ich doch gesagt, guck, da bist du, mein Schatz. Bei dir geht wirklich, das ist super bei dir, ist ganz toll. Ist ganz toll. Das ist hier nur so ein Nebenschock. So ein Nebenschauplatz. Weißt du, wie man so schön sagt? Guck, Love begins. You light up my life. You bring me hope. And you light up my day. Was will ich hier rein? You light up my life. You bring me hope. And you light up my day. Guck hier, Girl with the Snake. Na, Narzisst. Being charmed or used. Ja, das kann auch lediglich dafür stehen. Dieser Nebenschauplatz ist ja das, was ihn oder sie dazu bringt, diese Drecksgeschichte zu beenden und sich auf dich einzulassen, weil er sie erfahren wird, dass die Frau oder der Mann, mit dem man zusammen ist, also mit dem man zusammen ist, oder für die man sich entschieden hat, vielleicht hat man sich gegen dich entschieden und für eine andere Person, und bald wird man erfahren, dass diese Person betrogen worden ist mit irgendwem, den man kennt. Und das sind die Shocking News. Und das wird man dir hier erzählen. Deshalb hier kommt jemand mit Geheimnissen. Hier wird dir jemand alles erzählen. Stell dir vor, was die gemacht hat, was der gemacht hat. Hat mein bester Kumpel hat mich doch mit ihm betrogen oder meine beste Freundin. Und das ist hier. Guck, wie ein Hammer. Sabotage. Guck mal hier. Das ist alles Schicksal. Alles Schicksal. Während du dich hier um dein Leben kümmerst, wird dieser Mann, diese Frau schockierende Dinge erleben. Und das ist der Grund, warum man es dann beendet und sich auf dich einlässt. Aber das muss so sein, weil dann endlich, 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 ne? Dieses endlich, endlich. Und deshalb werden sich hier die Glauben, das, was hier, dieser Schock muss sein. Er oder sie muss diesen Schock erleben, damit man endlich aufhört, so zu denken, und damit man endlich anfängt, so zu denken. Coffee Cup. Ja, Meeting, Conversation. Lifted Friendship. Guck mal. Diese Person wird sich bald mit dir treffen wollen. Glaub mir. Um dir dann alles zu erzählen, was da passiert ist bei ihm, bei ihr. Alles wird man dir erzählen. Finding out. Guck, hier steht's. Finding out. I can make this up. Things coming to light. Guck. Dinge kommen ans Licht. Change. Heal. Und dann kann man endlich heilen. Oh Gott, hier kommen Dinge ans Licht, du. Leco mio. Und dann.
especially for you. Union, dann ist hier das hier, da ist es schon. Die Beendigung einer Dreiecksgeschichte. Date, da ist das Treffen. Das kam jetzt die ganze Zeit schon heraus, mein Schatz. Die ganze Zeit in den letzten Orakeln. Hier will jemand endlich reden. Guck hier, da. Man eilt herbei. Lass es auf dich zukommen. Hier passieren spannende Dinge. Spannend. Das ist so aufregend, was hier passiert. In deinem Leben, in seinem Leben, in deren Leben, in ihrem Leben, in eurem Leben. Das ist so spannend. In der Liebe, im Schatz. Hier kommt bald Bewegung rein. Hier ist Wind of Change, wie die Scorpions singen. Hier ist Scorpio. Wind of Change. Wind of Change kriege ich rein hier. Schicksal, Wind of Change. Schockierende Nachrichten. Geheimnisse kommen ans Licht. Krass, krass, krass. Richtig krass. Das, was hier passiert, ist krass. Richtig krass. Boah, das ist hier Kino. Das ist hier Rambo, Rocky, Denver Clan, Dallas, alles auf einmal, alles. Hier kommen, hier passieren Dinge, die, unglaublich, unglaublich. Ich bin sprachlos, mein Schatz. Soll ich mir nochmal hier? Und dann ist Feierabend. Dann ist Feierabend, dann ist Feierabend. Sonst ist es wieder alles so lang, so lang, so lang, so lang, so lang. Surprise, guck. Guck, da sind die Nachrichten, hab ich doch gesagt. Envelope, da. Überraschung. Oh my goodness, oh my goodness. Oh Schatz, oh Schatz. Die Würfel werden bald neu gemischt. Oh Schatz. Abundance, Luck. Da ist es. Das ist das, wovon ich die ganze Zeit spreche. Guck mal, du bekommst Nachrichten bezüglich Geld, Schatz. Irgendwas passiert bei dir im Bereich des Geldes. Hier, Nachrichten. Nachrichten bezüglich des Geldes. Hier, Six of Wands. Guck mal hier, da. Six of Wands. Und dann Ten of Pentacles. Ten of Pentacles. Victory and Success. Surprise. Envelope. Oh my God. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Bom, 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 bom. Bom, bada, bom. Das ist jetzt hier, das ist doch hier filmreif. Das ist hier filmreif, mein Schatz, was hier passiert. Hier kannst du filmen, wirklich. Hier kannst du direkt ein Drehbuch schreiben. Das, was hier passiert, ist filmreif, mein Schatz, wirklich. Lass es auf dich zukommen. Was immer es ist der Burner, es ist Action, da kommt also Bewegung. Bewegung pur, mein Schatz. Wind of Change, schockierende News, Geheimnisse kommen ans Licht. Jemand offenbart sich. Wirklich. In diesem Sinne, mein Schatz, ich hoffe, das wird dir weiterhelfen. Ich hoffe, du bist in der Reisegruppe, weil es wunderbar ist. Ich wünsche dir, dass du, wer immer gegen dich arbeitet, immer noch gegen dich arbeitet, dass du hier die Kraft hast, die wirst du auch haben, dich zurückzunehmen. Lass Karma machen. Erzeuge kein Karma, weil sonst hebst du das Karma der anderen Person auf. Okay? Heb nicht, indem du selbst Karma erzeugst, das Karma des anderen auf. Das wäre zu schade. Denn das Karma, das die Personen sich selbst fabrizieren, ist viel schlimmer als das, was du da machen kannst. Versuch es auszuhalten. Du sollst dich wehren, aber du sollst nicht selbst in irgendein oder Karma spielen. Versuch nicht selber Karma zu spielen. Wehre dich, aber mach nichts, was Karma erzeugt. Okay? Überlasse sie ihrem Karma. Ist nämlich viel heftiger, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Immer machen lassen, lerne es auszuhalten und warte, bis der Tag der Tage kommt. Der kommt immer, früher oder später. Okay? Mensch, Schatz, in diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Bleib stark, auf dich warten großartige Neuigkeiten. Die sind der Burner. Dinge, die du erfahren wirst, da wirst du mit den Ohren schlackern. Lass es dir gut gehen. I love you very much. Gott liebt dich über alles. Gott glaubst du dann nicht, Gott liebt dich und braucht dich. Ich kann schon gar nicht mehr reden, weil so viel reden. Das Universum liebt dich.
Pass gut auf dich auf, mein Schatz. Wir sehen uns wieder in den nächsten Orakeln. Ich habe wieder eine Serie vor. Lasst euch überraschen, was für eine Serie das ist. Eine Serie, eine Kartenlegeserie. Und ich habe auch schon wieder neue Divinationstools. Dann mache ich hier das Orakel der Divination. Ja, einiges vor mit euch. Also, lasst euch überraschen. Und wir sehen uns wieder in den nächsten Orakeln. I love you very much. Muscle tough. Inshallah, so Gott will. Bis zum nächsten Mal. Deine Sensitiva.